Wunderschöne Fotos. Hier, guck mal, das Toilettenfoto. Amarok, kannst du das Oh. Toilettenfoto auch sehen? Moment, ich gucke Nein, gerade. ich mach die Türe nicht auf. Da klopft keiner. So, das Amarok noch auf. Ja, hier ist ein wunderschönes Toilettenfoto. Siehst du das? Ich vermute, ich sehe die Bilder, die ich letztes Mal geschossen habe in meiner Runde. Okay. Okay. Schade. So, Gesundheit. Ah, dadurch, dass ich auf der Twitch jetzt nicht angemeldet bin, kann ich mir selber zugucken. Das ist sehr gut. Oh, ich muss noch umstellen auf Phasmo. Moment, Moment, Moment. Ich bin nicht da. Live an. Ostereiersuche. Dieser Kanal kann derzeit nicht angegeben werden. Du kannst dich mal. Warum nicht? Geistersuche mit Ostereiern. Verdammte Hacke hier. Das Leben ist so gemein. Das liebt mich nicht. So, ich habe schon ein bisschen hinzugefügt. Vielleicht kann der eine oder andere noch was hinzufügen. Und dann, ich bin ganz kurz AFK. Ich bin sofort wieder da. Ich bestecke dabei alle Dosen. Nein, nein! Stapel dich hoch! Hoch! So, also ich habe jetzt auch alles reingelegt, was ich habe, aber ist noch nicht alles voll. Ich mache so, als hätte ich euch nicht gehört, insofern. Nein, ich treffe nicht! Edgefish Studios ist auf fortgeschritten. Ja, das sollte doch machbar sein. Wir spielen jetzt auf fortgeschritten. Na? Ja. Oh, du hast auch so saubere Zähne. Er hat auch sehr gute Gepflichte. Ja, ja, doch, da, guck. Warte, ich muss gucken, ich muss gucken. Okay. Stimmt. Also er ist ein bisschen hohl. Also ein bisschen hohl ist er, aber das hat zumindest sehr saubere Zähne. Ich sehe nur die Nasenlöcher und die Zähne. Das sind die Zähne, die sind okay. Wie sieht's denn bei euch so aus in der Birne? Bei dir hohl? Bei mir darfst du nicht in den Kopf reingucken. Da gehen ganz komische Dinge vor sich. Das macht es interessant. Und Gordon und Baxter läuft. Bei euch mal, auch? Mach mal A. Warte. Ach nee, dann mache ich A. Mein Charakter die Augen ganz weit nach hinten. Mach A-Charakter. Kann er nicht. 17-jähriger Bubi. Ich kann nur A machen, wenn ich dabei erschrocken gucke. Ich kann nur A machen, wenn ich auch B mache. So. Ich bin zu groß für dich. Ich kann dir nicht in den Kopf gucken. Ich sehe deine Zähne noch ein bisschen, wenn ich teabagge, dann sehe ich so ein bisschen dein Innenleben von deinem Kopf. Beamst du auch oder nicht? Hi. Okay, war bei mir war dein Stream gerade noch auf Pause. Sowas überhaupt. Aber da steht ja was. Wo hast du das Ding her? Kann sein, dass da einer liegt. Willst du die haben? Da. Ja. Wo ich hab das mir schon mal angeguckt. Wo liegen eigentlich meine Bälle? Aber das kann ich noch nicht. Run. Der Hose? Ich weiß nicht, ihr habt sie geworfen, ihr müsst es wissen. Ich hab keine Bombe. Kein Kommentar. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Irgendwann spielen wir mal Phasmophobia und werfen einfach nur Körbe, bis wir 666 geschafft haben. Mir fehlen nur noch 221. Nein, oder 219 sogar. Das Schlimme bei dieser Tür ist, ich bin auch noch eine Zeit lang erschrocken, obwohl ich genau wusste, was passiert. Und mittlerweile hat sich mein Gehirn daran gewöhnt, das ist kein Thema mehr, aber... Ich erschrecke mich immer noch. Also egal, wie oft ich mache. Hinter der Türe ist nichts. Nein. Abgelehnt. Ich gucke nicht hinter die Türe. So, dann bin ich wieder. Sehr schön. Baxter, weißt du, wo meine Bälle sind? Was? Wo deine Bälle sind? Ja. Also, wenn du es nicht weißt, woher soll ich es dann wissen? Ich wollte noch ein bisschen einlochen üben hier an dem Basketballkorb. Ich habe jetzt 14 Mal eingelocht. Sehr gut. Ich habe 31 Mal. Ich habe 447. 6, 6, 6.
Ich müsste auch noch 219 Mal treffen, insofern. Dann hast du ja bald 666. Oh Gott, ja. Wie sieht denn dein Avatar aus? Das ist ja mal geil. Welcher? Was? Hä? Ich habe mir gerade mal deinen Stream aufgemacht und dein Avatar ist voll goldig. Warte. Extra nochmal für dich, wenn du noch da bist. Bist du noch da? Ja. Warte, extra nochmal für dich. Wo sind denn die Bälle hin? Ich hab auch keine Ahnung. Ich such die schon die ganze Zeit, aber die sind weg. Oh, ist sehr goldig. Ja. Auch viel Arbeit, den zu machen. Ja, das glaube ich. So. Sollen wir mal fahren? Jetzt hat er ganz viele niedliche. Ja, ich bin bereit. Okay. Okay, wenn alle bereit sind. Ich habe 8 Stunden. Was habe ich denn jetzt gemacht? Damit ich den bearbeite. Wow. Oben meine Leiste, die geht immer raus. Was muss ich nochmal drücken, damit die oben bleibt? Welche Leiste geht oben raus? Nein, ich mache die Türe nicht für einen Sub auf. Ich lasse mich. Wo die Tabs drinne sind. Wo die was drinne sind? Wo die Tabs drinne sind oben. Weil ich komme auch gerade nicht auf mein Spiel. Also ich drücke immer die Alt-Taste, um wieder ins Spiel zu kommen oder so. Ja, aber ich möchte meine Leiste oben beibehalten, weil die geht immer weg. Und unten ist auch alles weg, die Leisten. Falsche Taste. Nein, das ist ein falsches Ding. Hab ich auch. So. Ist eine Lampe. Weißt du, wie das... Komm, also Schatz. Ich weiß leider nicht genau, wie es bei dir aussieht. Was ist denn das für ein Haus? Willst du dein Browser sehen? Oder bist du im Browser, oder was meinst du? Ja, genau, im Browser oben die ganzen Tabs, F11, die sind weg. F11 oder F12? Warte, F11. Okay, danke. Weil sonst kann ich auch mein Spiel nicht richtig anklicken und das machen wahnsinnig. Okay. Ein Ei. Vollbild, ja. Das mach mal an. So. Wie war das nochmal? Eine Stufe weiter ist der Strom an, oder? Nee, Strom ist aus schon. Ist schon bei der zweiten Stufe aus, okay. Dann weiß ich nicht, wo der Strom ist, aber ich denke mal, entweder Garage oder unten. Genau. Hallo, Jesu. Es ist nicht Garage. Aber ich suche ganz viele Eier. Ich sehe Eier. Hier haben wir gar keine Garage. Ich bin nicht käuflich. Ich bin ganz oben auf dem Dachboden. Ich bin käuflich, gib mir einen Sub, dann mache ich jede Tür auf. Der war ja jetzt schon bei 4. Wie, du warst bei 4? Ne, der Geist war bei 4. Ist das, Licht schon... Ne, Licht ist noch nicht an. Ne, das ist ja nicht schlimm. Okay. Juhu, Eier, ich habe 2 Eier gefunden. Und hier liegt ein Knochen in der Küche. Im Wohnzimmer, Entschuldigung. Geilomat. Hier ist kein Ei. Hier ist eins. Doch, ich habe die ja schon Auf dem 3-Rad ist ein Ei. Übrigens können Eier auch in Schränken sein. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, aber ich kriege keine Schränke auf. Okay. Also, hier ist ein Tür. Meins. Was wollte ich denn gucken? Du Möwe, du. Ich habe Michi. Bieterbrett. Was, EMF? Nein, Bieterbrett. Dieses Dingsda-Board. Ich weiß nicht, wie kann man das nicht mehr aufheben? Doch, aber du musst eine Hand frei haben, genau. Ich hol schon mal eine Kamera. Ich will. Nicht an. Achso, rausbringen, ja, aber nicht anmachen, weil, wenn du es zu oft an- und ausmachst, dann kann das auch kaputt gehen und eine Jagd auslösen. Meint ihr, der ist hier? Nochmal aufgehoben mit E, ne? Mit genau. E, genau. Weiß nicht, ob der hier ist. Ich kann es. Ach, jetzt kann ich es aufheben. Oh, das Ei wollte ich gerade haben. Oh, sorry. Du Dieb. Also, ich kann nicht wechseln. Ich muss es gut haben. Habt ihr eigentlich mal auf das Geräusch gehört, was passiert, wenn man. Was eingeblendet wird, wenn man so ein Ei aufhebt? Nee. Ja, nom. Ich finde das super. Echt? Isst du mal 34 Eier in einer halben Stunde? Okay. wo ist das Ouija-Brett? Ist das noch hier? Nee. Wo habt ihr es hin? Ich hab's hier. Schmeißt das für mich mal kurz auf den Boden? Dankeschön. So. Ich habe hier im Badezimmer Aktivität. 2,6 Grad. Er duscht gerade. In einem kleinen Badezimmer? Kleines Badezimmer mit Badewanne und. Ja, oben. Achso. Der ist das echt. Das habe ich gerade eben nicht gehört. Habe ich auch nicht gehört. Jetzt muss ich mir auch noch ein Ei suchen. Warte mal so kurz. Ich nicht mehr auf. Bist du hier? Wo bist du? Hä? Ein Jojo. Wie alt bist du? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Okay, Talkbox macht da gar nichts.
Oben. Oben. Wie ich denn? Kurz, mein Rechner ruckelt. So. Hallo. Also da gut Ouija-Board reinwerfen. Könnt ihr mal kurz die... Nee, nicht das Ouija-Board hier reinwerfen. Könnt ihr mal kurz... Warte, ich muss mal kurz... Okay, dann ich war grad... Dankeschön, Geist. Ja, geil. Wer hat denn das Ouija-Brett gerade verwendet? Ich nicht, ich hab's nur reingeworfen. Aber, ja, aber muss wenn du es aus Versehen angemacht hast und weggegangen bist, ohne Tschüss zu sagen, triggerst du das. Ja, Hab ich nicht, ich hab nur geworfen. Ich mute mich da mal, weil ich bin Death. Okay, Regel fürs nächste Mal, Nachbarin, das Ouija-Brett zum Eingang bringen. Es ist übrigens kalt hier, also Gefrier. Ja, das hat ja Baxter schon gesagt. Ah, hab ich nicht mitbekommen. Oh, ich hab mich vor die Eingangstüre gehockt. Baxter, ja, wir tun gar nicht erst aufheben, bis wir mit allen Sachen fertig sind, würde ich sagen. Ja. Nächstes Mal, weil die sind wohl sehr empfindlich, die Teile. Und ja, okay. Ist halt natürlich ein bisschen... wir sind jetzt bei 75%. Ich bin nicht käuflich. Ich bin nur käuflich an meinem Geburtstag, aber das dauert Gott sei Dank noch ein bisschen. Ich bin käuflich, gib mir Geld. Also, es dauert nur noch ein kleines bisschen, aber es dauert noch ein bisschen. So, ich habe jetzt schon mal Buch und Dotzi reingelegt. Hat von euch jemand eine Kamera dabei? Ja, ich habe gerade eine aufgestellt. Ich habe aber ein EMF. So. Hier werden Toter Sachen Körper, nach draußen geworfen. Okay, sehr gut. Hier werden Sachen nach draußen geworfen. Wart ihr das? Es Nein. wurden gerade zwei Bilder und ein Schuh. Nach... Es werden... Ach, der Baxter. Stimmt, hier. Oh, wir haben ein Buch. Wir haben ein Buch? Okay. Haben Warte, wir jetzt was haben wir jetzt? Buch? Wir haben Buch und Gefrier. Ups. So. Och, Baxter, du brauchst nicht Geist spielen. Doch, Warte, ich finde das voll. Außerdem hast du umgebracht, er darf dich haunten, so viel er will. Nein, warte, wie mache ich? Bist du hier? Wo bist du? Was möchtest du mit mir machen? Kann es überhaupt noch eine Box sein? Weiß ich nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt. So, Baxter meinte vor uns Box, hat er nicht reagiert, glaube ich. Ja, bei mir jetzt auch nicht. Also, wir haben Gefrier und wir haben Buch. So, Dämon Revenant Shade. Dämon ist, glaube ich, Fingerabdrücke. Oh? Ich bring mal beide Kruzis rein. Also, ich sehe auch keine Orbs. Aber ich sehe eine Toilette. Sehr schön. Kannst du mal kurz vor der Tür... Nein, geh mal bitte kurz vor der Tür weg. Ich wollte gerade Ich will nur was gucken, Alles gut. Ja, jetzt kannst du... Hatten eben ausgeschlagen? Ja, aber leider nur zwei. Okay. Also wir haben bisher noch keine... Ich habe auch kein Orb gesehen. Boxkamera mit rein. Oh, der hat die Dusche angemacht. Cool. Ne, vielleicht ist er jetzt wieder duschen. 5er EMF. Ach, okay. Ich glaube, damit ist es ein Shade oder so. Ja, Shade. Dann brauchen wir ja keine Kameras mehr. Jetzt darfst du wieder reden. Wir müssen ja wissen, ob du dein Dings eingeloggt hast. Moment, wir sind doch noch gar nicht fertig. Kerze ausblasen, Kruzifix. Ja, aber wir müssen ja wissen, Okay, Kruzifix. Eine Kerze. Was ist ein Kruzifix? Ein Kreuz. Ach, okay. Ich will ein Kreuz. Aber das ich glaube, hier sollen beide schon hochgebracht. Genau. Habe ich beide schon reingeschmissen. Eine Kerze, okay. Ah, ihr habt die Kerzen schon? Ich habe zwei Stück schon runtergebracht, genau. Kreuz und so, dann gehen wir jetzt mal nach oben, alle zusammen und beten eine Runde für Baxter. Oh, Baxter. Du armer Baxter, es tut uns leid, dass du gestorben bist. Er hat die Kerze nicht ausgepustet. Die habe ich aus Versehen hingestellt. Weggeworfen und dadurch ist sie ausgegangen. Also hier ist jetzt gerade eine ausgegangen. Oh Mensch, Ist abgeschlossen. Okay. In 17 Tagen habe ich Geburtstag. Warte, ich muss mal nachrechnen. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, ich habe in 20 Tagen Geburtstag. Siehst du, ich bin doch nicht doof. Du hast vor mir Geburtstag. Ich bin 20 Tagen Geburtstag. Das heißt, ich habe am 8. Mai. Du bist gerade so kein... Nein, nicht gerade so kein Zwilling, aber... Ich bin kein Zwilling, ich bin ein Stier.
Ich bin auch hören, hör nicht, so wie ich. Ausgepustet. So. Können wir die Leiche von Baxter irgendwie herausbringen? Leider nicht. Leider nicht. Er Keith, muss leider zurückbleiben. Keith, okay. Keith Pettit. Jetzt hat er ja gar keinen Erscheine. Bock mehr. Guck mal, da hat er gar keinen Bock mehr. Ja, er hat ja jetzt jemanden umgebracht, er ist glücklich. Entkommen Sie während einer Jagd. Na klasse, danke schön, Baxter. Hindern Sie den Rat. Was? Mit einem Kurzfix, wir hätten mehr Chance gehabt, wenn du Baxter nicht umgebracht hättest. Indirekt. Ich hab das Baxter machst du aber fein, Baxter. Ich hab Baxter nicht umgebracht. Ich hab nur das Dings da dort reingeworfen. Ja, also hast du ihn umgebracht. Es ist daneben gelandet. Ich hab ihn nicht umgebracht. Da, ich mag die Papageien. Ich möchte gerne, dass du Schuhe? Ach stimmt, fehlen noch Eier. Weiß nicht, ich guck grad. Sollen wir eine Challenge machen, dass wir erst mit erst gehen, wenn wir alle Eier eingesammelt haben? Nämlich, guck mal, ich bin ein Vampir, man sieht mich gar nicht im Spiegel. Ist hier was im Wäschekorb drin? Keith Pettit, bitte zeige dich. Ja, noch ein Ei. Hier unten flackert das Licht. Oh, wen hat's denn geblödelt? Ich hab das ist mir ein bisschen ins Bad gefolgt. Ich geh raus. Tschüss. Ich hab mich voll zu Tode erschreckt. Wollt ihr dann fahren? Der ist auf 10, der ist in Jagd. Nein, er ist nicht in Jagd. 10 heißt nicht der automatisch nicht Jagd. Nee. Okay. 10 heißt also einfach nur hyperaktiv und vielleicht Jagd. Genau. Wenn alles anfängt zu blinken, vor allen Dingen die Bilder und so, Kamera etc., dann ist er meist am Jagen. Yeah, mit meinem Feuer. So, was haben wir denn? Shade war das, ne? An. Ja. Ich zünde deinen Pullover an. Wie viel Eier? Okay. Wie viel Eier fehlen denn eigentlich noch? Das klappt. Ich habe keine Ahnung. Woran sieht man das denn? Das steht unter der an der Karte im Van unten rechts und das richtige rechts bitte. 26 von 30. Von 30? Hier. Das kriegen wir doch hin, oder? 4 Stück noch. Also wir sind bei 53%. Ja, und dann. Da er mich gerade bin im Pillen, oder? Jagdträgern wegen Kruzifix. Ja, zu spät. Ich habe Pillen genommen. Okay. Wir sind aber bei 64. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen die Gefäßsieder ins Haus. Ja, Mami. Du hast eine Frage gestellt, Pillen. Du hast nicht auf eine Antwort gewartet. Ich erkenne ein Thema. Nö, warum? Ich bin Frau, ich muss nicht warten. Ja, und das führt zu Problemen. hallo, Wolfimon. Kannst du sagen, gib mir ein Zeichen? Genau, man kann alleine mit ihm reden. Das ist mein Bruder. Ah, stimmt. Ich hatte doch gedacht, der Name kommt mir bekannt vor. Auf jeden Fall. Hallo. Ich guck mal. Nein, ich werde kein Dead by Daylight und kein Phasma spielen. Mm-mm, aber zugucken, das mache ich. Wer lässt denn immer hier die Lichter aus? Wir bezahlen doch keine wir bezahlen doch keine Stromkosten hier. Also können wir auch überall Lichter anmachen. So viele Lichter, dann knallen uns aber auch die Sicherungen durch, ne? Auf jeden Fall muss die Sanity noch ein kleines bisschen runtergehen. Wir können mit dem Guja-Board die Jagd triggern. Nein, können wir nicht, weil es ist schon kaputt. Es ist schon kaputt? Ja, das ist doch das, was Baxter umgebracht hat. Ich habe das aber nicht benutzt. Ja, aber du hast es geworfen und vielleicht hast du dadurch aus Versehen aktiviert. Doof. Ich werde deswegen nicht tragen. Deswegen, ich bin da auch immer unsicher. Ich lasse die Sachen immer für Amarok liegen. Aber man kann nicht alle Schränke hier aufmachen, kann das sein? Das kann sein, manche Schränke sind, das verstehe ich auch nicht, warum das ist. Hier ist Dreckschwasser. Ist das Dreckschwasser? Oh? Ja, das sieht aus wie Dreckschwasser. Wo bist du denn? Hier im Badezimmer ist Dreckschwasser. Ist Dreckschwasser? Weiß ich nicht. Wir werden es gleich feststellen. Nö. Toter Körper. Ja, ist normales Wasser. Aber das sieht aus wie Dreckschwasser. Ich wollte jetzt trotzdem noch die letzten Eier irgendwo finden. Ihr wurde. Ach nee, das ist.
Mach dir hier auch Wasser an. Da ist dreckiges Wasser. Ha! Mensch, der hat einen zweiten Bildschirm, den klaue ich mir, okay? Da ist noch ein Ei. Bring mir auch eins mit. Also einen zweiten Bildschirm. Ja, ich nehme den ersten und du nimmst den zweiten, okay? Okay. Drei Eier fehlen noch und er hat ja so gar keinen Bock mehr auf uns. Der ist jetzt mega happy. Baxter hat sich fürs Team geopfert. Ja, Baxter denkt sich wahrscheinlich, wann gehen die denn endlich hier wieder mitspielen? Verdammte Scheiße. Oder so. Endlich. Er musste doch so früh sterben. Das war nicht meine Schuld. Da könnt ihr behaupten, was ihr wollt. Ein Ei. Wir behaupten es nicht, wir wissen es. Ha! Jetzt haben wir es dir gegeben. Oh oh. Strom ist aus. Okay. Wo war der Stromkasten? Unten? Oben? Im Keller, glaube ich. Unten. Ah ja, da. Ich bin ja gerade hier. Heath Pettit, gib mir ein Zeichen. Ich sehe eine Hisu. Du hast hier geknarrt. Das könnte man denn noch mitnehmen. Gar nicht, ne? Wir haben schon alles. Ne, hier habe ich auch schon alles. Fehlen noch zwei Eier. Meine Sag den Namen, ich weiß den Namen nicht. Keith Pettit. Ach, Keith Pettit. Pettit, alles klar. Oh nein. Keith Pettit, warum ist das Licht noch aus? Ich habe Strom eigentlich angemacht. Also hier unten im Keller finde ich auch kein Ei. Der hat ja einen niedlichen Hund. Habt ihr euch das Foto vom Hund mal angeguckt? Wollen wir einfach alle zusammen eine Runde fernsehen? Hat der Strom wieder ausgemacht? Weiß ich nicht. Ja. Ah ja, jetzt ist es an. Ja, ich habe wieder angemacht. Okay. Können wir eine Runde Fernsehen gucken? Klick. Oh, mein Lieblingsprogramm. Ja, meins auch. Komm. Ja. Also, ich finde das interessant. Wieso kommst ich du auch Ich finde nichts, ich gehe jetzt wieder raus. So. Es kommt unser Lieblingsfilm. Okay, Miss Marple und der leuchtende Regenbogen. Genau. Die Reise über den leuchtenden Regenbogen kommt heute. Was für eine Sanity haben wir denn? Wer ermordete Baxter? Komm, wir gehen jetzt für Baxter. Sanity? Sein toter Körper hat uns schmutziges Wasser. Sind man sieht 45. 45? Ja. Du kannst ja nicht mehr lange 51. dauern. Guck mal, das ist ein Feuerzeug, was nie leer geht. Das ist doch cool. Ich hätte gerne noch das mit der getriggerten Jagd, weil das ist so geschenkt. Aber wenn... du meintest doch gerade vor uns, eine Freundin hatte noch gefragt, ob die mal mitspielen kann, ne? Ja. Oder ob ihr mit ihr spielen kann. Ja, das ist doch... Da könnt ihr dann zwischendurch mal eine Runde oder am Ende oder irgendwann könnt ihr dann mit eurer Freundin spielen, weil ich wollte ja noch mit meinem Schatzi und seinem Freund spielen. So, okay. Und also, Baxter darf sich aussuchen, wo er hin will. Genau, Baxter darf sich aussuchen, wo er hin möchte. Weil es können ja nicht alle zusammen spielen. Das ist doof. Wir bräuchten so eine Achtergruppe. Gegen zwei Geister. Achtergruppe gegen zwei Geister. Genauso wie in der Wir können ja so eine Art Challenge daraus machen. Wir müssen beide die gleiche Karte im Prinzip nehmen. Keith Pettit. Und wer ist zuerst? Keith Pettit. Genau. Keith Pettit, zeige dich. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das können wir wirklich machen. Machen wir dann, wer mehr Punkte macht oder Fotos kriegt und Aufgaben löst? Oder machen wir, wer zuerst den Geist rausfindet oder... Wer mehr Eier findet? Fertig ist. Wer komplett fertig ist. Was heißt komplett fertig? Das kann ja. Also Eier finden, Nebenaufgaben plus Geist. Alles. Theoretisch. Keith Pettit, bitte zeige dich. Haben, ne? Genau. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ob die Lust haben oder nicht. Ansonsten machen wir das einfach. Keith Pettit, zeige dich. Und dabei müssen wir versuchen, alle zu überleben. Baxter? Oh. Ich glaube, Baxter kommt dir gleich durch den Bildschirm durch. Ich kann das Foto nicht aufnehmen, Schweinerei. Oh. Keith Pettit. Ist dir ein bisschen warm an der Hand? Na gut, ich gehe. Der ist langweilig. Ja. Ist dir warm an der Hand, Hisu, ja? Naja, es geht, ne?
Ich bin am Frieren. Stellt euch in Pose. Du bist am Frieren, das heißt, es ist gut, wenn ich jetzt mein Feuerzeug in deine Hand halte. Ja, ja. Wird mir endlich warm. Ich habe sehr wenig Sanity. Ich habe deine Hose angezündet. Und jetzt deine Haare. Hier ist der ganz so, haben wir denn alle eingeloggt? Ja. Baxter, Moment. Haben sie eingeloggt. Ja. Schmeißen sie den Ball hier rein, wenn sie eingeloggt haben. Der Ball liegt nämlich draußen vor der Absperrung. So, ich gehe mir gerade meinen Pulli mal holen. Ich friere. Ja, Ball kommt. Naja, aber der Ball war nicht getroffen. Ich glaube, das ist eingeloggt. Ich glaube, das zählt. Also, tschüss. Nee, ich spiele nie alleine. Nee. Ich spiele das Spiel nie alleine. Das kannst du vergessen. Das kannst du sowas von vergessen, dass ich dieses Spiel alleine spiele. Spiel alleine zu spielen ist total simpel. Baxter aus der Anderswelt. Wir sind wieder auferstanden. Ja. So gerade. Oh Mann. Schnell werfen, bevor die Bälle wieder weg sind. Das ist der eine Ball. Es ist hier nur ein Ball da. Ach so. Ich hab sie beide geklaut. So, das sieht. Ha! Vorbei. So, und jetzt mal von hier hinten. Mal gucken, ob er drinnen bleibt. Nein! So, welche Karte machen wir jetzt? Rich View. Breit. Legt Sachen rein und breit. Ich bin ready. Aber oh, Mist. Kein Loch getroffen. Für den My Daylight DLC sollte ich mich vielleicht doch kaufbar machen, weil ich will die Petro nicht von meinem eigenen Geld kaufen. Es reicht schon, dass ich mir Nemesis von meinem eigenen Geld gekauft habe. Aber ich will mir die My Daylight DLCs nicht selber kaufen. Die sind mir viel zu teuer. Von dem Geld kann ich mir ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Spiel kaufen. Dann sage ich dir nicht, was ich mittlerweile so in Dead by Daylight versenkt habe. Ja, aber ich habe ja das Geld. Du verdienst auch eigenes Geld. Ich habe ein Standbild. Oh. Ja, das ist normal. Achso, wegen 90%. Genau. Ich starte direkt nur mit 99% Sanity. 98%. Was ist denn das für eine Verarsche? 99 Sanity. Kruzifix. David Johnson. So, Taschenlampe noch. Geisterbox. So. Herze unter 25. Eier, wir brauchen Eier. Eier. Hier waren wir doch gerade. Nee, in dem Haus waren wir noch nicht. Seid ihr alle schon rein? Nein, wir sind noch vor der Hütte. Ich hab ein Ei. Das will ich, das ist meins. Ha! Blaues hätte ich gerne. Ich hab ein Ei. Ich hätte gerne die blauen. Oh, das blaue hab ich jetzt. Ich hab auch gerade ein blaues. Na, klasse. Ich nehme alles, was ich finde. Hier liegt rot alles. Die Sicherung ist unten im Keller. Ich hab schon zwei. Ich suche jemand von euch schon im Keller? Okay, ich gucke mal. Das ist voll süß. Ein Knochen in der Badewanne, wollte ich schon sagen. Hat jemand von euch ein Dings dabei? Eine Kamera? Noch nicht. Aber ich kann eins holen. Okay. Hier oben im Badezimmer ist ein blaues Ei. Zum Geier! Die haben... Wo? Das Haus. Ich habe eine Kamera. Das Haus sieht ganz anders aus. Der Esstisch ist hier. Hier war eine Küchenzeile. Und hier war die Esszeile hier hinten. Das ist ganz anders. Wo ist Knochen? Ich habe ein Foto. Bitte lächeln. Das ist ein Ei. Oh, sorry. So, hier oben im Bad war ein blaues Ei. Das ist für Baxter, ne? Hier ist jetzt eine Küche drin. Oh Gott. Wo ist der Knochen? Das ist mir gerade völlig in der Garage. Wow, guck dir das an. Die Küchenzeile ist wirklich weg. Hier, guck mal, die Küche ist hier. Okay. Was, haben die alles umgeändert? Ja. Das ist umgestellt, ja, aber ich finde es so gemütlicher. Ich weiß es nicht, die Küche finde ich nicht so schön. Das, wo jetzt Wohnzimmer ist, das gefällt mir besser. Aber da, wo ist die Garage? Da in die Richtung, wo ich gerade gucke. Du kommst hinten im Bad ist ein blaues Ei für dich, Baxter, wenn er da... Da in die Richtung und dann... liegen lassen. Das Licht flackert. Hier ist aber ein rosantes. Was? Sind die unterschiedlich? Hier auf der Badewanne meinst du das? Okay. Stimmt. Ja, genau, auf der Badewanne. Das Spiel kriegt es noch nicht hin, dass die Eier für jeden gleich aussehen. Das stand in den Patch Notes. Okay, dann kein Problem. Okay. Schade. Habe ich extra für dich stehen lassen.
Der Wille zählt in dem Fall, der Wille zählt. Also ich habe hier oben im Flur im Gegensatz zu den anderen Räumen schon mal... Oh, hier im Bad hinten ist 5,4 und der hat Wasser angemacht. Okay, hallo, dann suchen wir jetzt noch die Eier. Knochen gemacht. Eier. Okay, sehr gut. Hast du den Knochen auch mitgenommen? Ja. Ich finde hier momentan Eier. Ich habe 3 Sterne gegeben. Sehr gut. So, hier sind keine Eier drin. EMF habe ich unten. Okay, ich mache mal Talkbox. Bist du hier? Schock. Ein Wii-Tablet. Wie alt bist du? Hallo. Ein Wii-Tablet. Baxter ist gerade im Todesraum. Willst du es anmachen? Nein, Spaß. Nein, alles gut, alles gut. Wii-Tablet, was? Ich habe es in Sicherheit gebracht. Wie platziere ich nochmal Sachen? Das sieht jetzt hier ganz anders aus. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Doch, das haben wir doch schon festgestellt. Das ist mir schon klar. Ich habe mal Sachen. Ach so. Warum antwortet mir keine? Was denn? Weil wir dir nicht zugehört haben. Ich möchte gern das Buch in den Raum legen. Wie mache ich das? Mit welcher F wie... Das haben wir doch schon beantwortet. Wie färfen. Wie färfen. Ei. F für Faufstellen. Wie viele Eier braucht man denn noch, Emmerich? Ich habe nicht geguckt. Schreib in das Buch. Ich weiß nicht, wie geht in Game Chat. Hä? Aber ist die... Warte, in welchem Raum ist er jetzt? Oben im Badezimmer. Oben im Badezimmer. Okay. Er hat das Wasser angemacht. Er wollte, dass ich mit ihm duschen gehe. Weil das Buch liegt in einem ganz anderen Raum. Wer nicht? Echt? Ich habe das in den falschen Raum gelegt. Huch. Es ist schon ein Unterschied zwischen so einem Schlafzimmer und einem Badezimmer, aber das macht nichts. Ja, ich habe Badezimmer verstanden die ganze Zeit. Ist ja auch Badezimmer. Ja, ist ja auch ein Badezimmer. Aber es gibt zwei Badezimmer. Ich habe so ein Badezimmer gelegt. Aber wahrscheinlich die Sicherung ist aus. Ja, ich glaube, ich habe zu viele Lichter gemacht. Nein, wirklich. Ja, doch. Ich mach's wieder an. Das ist gut, ich bin gerade im Keller. Sehr gut. Hallo, Jesu. Aber es sieht cool aus jetzt. Sieht nicht aus wie ein Orb. Aus hier. Hallo Zwilling. Hallo. Aber wir haben noch den Geist für Zwillinge. Ha! Echt? Wir haben schon 3 Beweise? Ja, wir. Nur wir. Ja, wir haben doch 2 Zwillingsmädels dabei. Das wäre lustig. Warte, wo ist jetzt nochmal der Raum? Wo bist du? Oben. Treppe rechts. Wie alt bist du? Links. Rechts. Die Antwort eh noch auf Einzelpersonen. Hey! Wo bist du? Was willst du mit mir machen? Sex. Okay. Was hat die gesagt? Wie alt bist du? 20. Das ist doch ein gutes Alter für Sex. So, 36 von 40 Eier. Garage noch Eier. Was? Na, wer hat denn da keine... In dem Badezimmer. Ach so. Jetzt weiß ich wo. Hoffentlich. Warte. Amarok, ich komme mit... Uns fehlen noch 4 Eier. Uns fehlen noch 4 Eier. Gewalt? Kondom? Was? Wir haben noch kein Dings da. Ich wollte sagen, ich komme mit einer Kamera und Dots, aber... Ach so, ja. Okay. Du, jedem das Seine, also kein Problem. Dotti oh Gott. Wir haben wieder niveauvolle Gespräche. Und Dotti fehlt noch. Und ich habe meinen Chat nicht auf 18 stehen, also Leute, bitte nehmt euch... Bitte ins Buch. Gefriertemperatur ist immer unter 0 Grad, das ist korrekt. Das hat bestimmt auch mein Bruder geschrieben. Hat er. Das hat er nämlich auch schon vor uns bei mir geschrieben. Bitte schreibe etwas ins Buch. Fingerabdrücke. Ja? Haben wir? Ja. An der Tür. Okay. Cool. Nein! Was haben wir noch? Wo habe ich denn die... Wo sind die Kamera? Nichts anderes. Ich hatte doch noch eine Kamera. Die steht da hinten auf der Toilette. Nee, eine Foto-Klicky-Klick-Kamera. Achso, die hatte ich nicht. Oh ja, da liegt sie. Hä? Meine hat keine Fotos mehr. Ja, du hast noch 5 Bilder. Hast du jetzt ein Foto noch von mir gemacht? Ich wollte eigentlich die Fingerabdrücke, aber die scheinen schon weg zu sein. Ah, okay. Ich mache hier gerade mal nochmal Licht. Er muss eine Kerze ausblasen.
Und ich hol mal eine Kerze. Wo ist kurz denn jetzt Klicks liegen schon beide. Ich habe eine Kerze dabei. Da bist du. So, so, da. So. Ich habe eine Kerze. David Johnson, gib mir ein Zeichen. Wieso wollen wir zusammen das Lied der Kerzen singen? Ja, es geht. Sie macht sich. Guck mal, ich stell das hier draußen auf den Tisch, okay? Damit ja, wie rum am Tisch. Schau, dass man sich hier nicht so auf Stühle setzen kann. David Johnson, gib mir ein Zeichen. Wie zündest du die Kerze an? Mit dem... du musst die Kerze, das Feuerzeug anmachen und dann im Prinzip auf die Kerze zwitschen. Oder wie war das? Nee, glaub, du, also auf. Du musst in der einen, also musst die Kerze in der Hand haben und dann noch ein Feuerzeug im Inventar mitgenommen haben. Dann kannst du es mit R anzünden. Geht nicht. Nee, mit F. F, wie du sie hinsetzen willst. Und dann nochmal mit F hinstellen. Nee, ist doch mit R, oder? Doch. Nee, bei mir ist mit F. Das funktioniert. Echt? Ja. Guck mal, ich hab's jetzt hier richtig rum. Lügenpresse, Lügenpresse. Vielleicht hab ich's mal umgestellt. Ist das romantisch. David Johnson, gib mir ein Zeichen. Sieht man doch gar nichts. Licht aus. Licht aus, das sieht man doch gar nicht. So, ja, warte. Oh, ist das romantisch. Candlelight Dinner. David Johnson, zeige dich. Schalte das Licht aus. Also David Johnson. Kerze hat er ausgeblasen. Okay. Fehlen immer noch vier. Echt? Der hat meine Kerze ausgeblasen, die auf dem Tisch stand. Wieder Crucifix? Nee, draußen, drin im Badezimmer, wo Amarok jetzt gerade ist. Also, wir haben auf jeden Fall Fingerabdrücke. Ein Orb habe ich nicht gesehen. Nee, sehen ja, wir mach auch mal Licht. Achso, ja. Heißt Box? Aber Dots. Wir hatten Dots? Okay. Nee, Dots hatten wir noch nicht, aber so. Da die Mädels gerade auf der Tastatur klimpern. Lass mal entweder. Du musst mal das Licht ausmachen da oben. Achso, mach ich doch gerne. Ich möchte die Dinger hier anziehen. Du stehst genau. Ah, jetzt hast du die Kamera weggenommen, durch die ich gucke. Oh, ich dachte, egal. Dann guckt euch die andere, die ist auch gut. Wir können auf die Toilette switchen. Wir können auch auf die Toilette switchen. Das ist viel interessanter. Nee, dann die Kamera hat er ja weggenommen. Hallo. So, schön. Hey. Dots, ja. Lief durchs. Dots. Gorai oder Omi? Angie, Phantom oder Gorai? Was? Also, Gorio. Was? Wir haben Fingerabdrücke und Dots. Ah, ja, ich habe Gefriertemperaturen auszusehen angeklickt, okay. Ja, Gorio. Einmal mit Profi. Also entweder EMF oder Geisterorb. Ich vermute, die Box ist es nicht, weil wir die haben wir schon zwei Leute ausprobiert. Aber Orb ich sehen die Box wir auch nicht aus. Ich habe noch keine Box ausprobiert. Aber Orbs ausprobiert. Sehen wir auch nicht. Also ich sehe zumindest keine Orbs. Weder so noch so. Und es fehlen noch vier Eier. David Johnson, gib uns ein Zeichen. David Johnson, tu irgendwas. Es steht willkommen an der Haustüre. Das ist ja freundlich. Das war ja EMF. Box ausprobieren. Wo sind die überhaupt? Fingerabdrücke habe ich fotografiert. Hey, wir haben ein schönes Foto. Boah, der. Vierer EMF. Der hat unsere Lampe kaputt gemacht. Aber es war ein wunderschönes Foto, das muss ich sagen. Auf dem Foto sieht man natürlich gar nichts, geredet. Aber. Ja. Leider nur Vierer EMF. Aber ein Vierer kann ja meist noch zum Fünfer werden, das haben wir ja recht häufig. Hatten wir in der letzten mit Baxter vorhin auch. Wir müssen ein bisschen auf die. Okay, es liegen zwei kurze, ist es schon mal gut. Ja. Was war das für ein Geräusch? Kruzifix. Hier liegt noch ein Ei. Hier ist kein Kruzifix. Ich finde kein Kruzifix. Das könnte ein Fünfer sein. Ja, wir haben ein Fünfer EMF. Okay. Ah. Ein Gorio. So, und ich habe ein Ei noch gefunden. Jetzt brauchen wir noch drei. Drei, ei. Gorio, Gorio, hier. Okay, ich habe alle Fotos, die mich so interessieren. Dann würde ich sagen... Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, ich habe noch eins Gorio gefunden, es sind nur noch zwei. Wenn er durch sehr gut. Steigt, zeigt sich in der Regel nie auf der Kamera, wenn kein Mensch in der Nähe ist, in Schwächen.
Sie werden selten weit von ihrem Todesort gesehen. Oh je, der Goryeo ist in der Dusche gestorben. Dann ist er die häufigste immer sauber. Todesursache ist die Dusche. Ist das Badezimmer nicht die Dusche, aber. Ne, doch. Ja. Ausgerutscht und Genickbruch. Hallo. Ja. Ich werde dieses Gucci-Board ausprobieren. Ja, aber bitte erst, wenn ich draußen bin. Bitte, ja, wenn wir alle draußen sind. Schmusi, hör auf zu schniefen. Du bist selber freiwillig in dieses Zimmer hier reingekommen. Hat der... Selbst schuld. Ah, ich wollte gerade sagen, hat er ein Instrument gespielt, aber das war bei dir gerade im Stream, der hat Nee, doch, der spielt Klavier. Echt? Man kann Klavier? Seit wann kann man Klavier? Oh, ist ja Hammer. Ja, der spielt Klavier. Das du kannst auch oben die Gitarre spielen. Cool, das ist neu. Das gab's vorher noch nicht. Das ist voll genial. Aber für Sandra Auto haben wir gar keinen Schlüssel, ne? Klick. Ich hab einen Schlüssel eingesteckt. Ja, für das die erste, Dusche aber läuft schon wieder. Der duscht schon wieder. Ist doch schön, ein sehr reinlicher Geist. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass er nochmal ausrutscht. Das kann ganz schnell zum Genickbruch werden. Er hat wahrscheinlich... Ich habe ihn wieder durchs Dings gesehen. Ich habe ihn wieder durchs Dots gesehen. Kannst du mal gerade auf unsere Sanity gucken? Baxter ist bei 44, Hisu bei 51 und du bist bei 38. Okay, ich schlucke Zeugs. Jetzt. Und ich bin bei 80, also mir geht's super. Was, wir müssen noch unter 25% noch kommen, oder nicht? Müssen wir? Haben wir die Aufgabe? Ja, müssen wir nicht. Für die Aufgabe müssen wir unter 25 insgesamt kommen. Okay. Aber ich würde sagen, das mache ich lieber später. Also können wir lieber gleich nochmal machen, weil ich möchte vorher nicht sterben. Ich will auch nicht sterben. Ja gut, aber wenn wir jetzt nachher der Reihe nach im Türeingang das Ouija-Board benutzen, dann ist das eh schnell hinfällig. Das ist richtig. Dann müssen wir nur gucken, dass wir... Wie funktioniert das denn überhaupt? Ja, das erklären wir dir am besten gleich. Aber bevor du es triggerst, nicht anfassen, nicht anrühren. Ja, ich habe meine Hände ganz weit weg. Ach so, das kann man ja gar nicht sehen. Ich habe ja noch kein Handtracking. Ich habe meine Hände ganz weit weg von der Tastatur und von der Maus. Okay. Also, ich muss mich jetzt irgendwie... Goryeo, ne? Dann musst du auch schon mal einloggen. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja noch EMF Goryeo. Sehr schön. Kann der mittlerweile auch draußen jagen oder kann der bloß im Haus jagen? Nee, naja, es war mal ein Mythos, dass er einen bis in den Truck verfolgt, aber das ist... Einen Bug oder so. Ich glaube, das war ein Bug bei jemandem. Es gab mal den Bug, aber dann wurde das gefixt. Und das Gerücht kursierte aber... Alles klar, okay. Also, ich habe noch ein Ei gefunden. Yay! Es würde jetzt noch ein einziges fehlen. Stimmt, eins fehlt noch. Naja, wenn er gerade eh nichts macht, können wir alle reingehen und suchen. So wie wir das alle schon machen, bis auf dich. Ich möchte mal kein Schisshase sein. Ich möchte mal kein Schisshase sein. Sehr gut. Ich bin zwar die ganze Zeit einer, aber ich... Tasse! Okay, mit links. Was? Ja, ich habe eine Tasse geworfen. Ich fand's lustig. Das war die Sicherung. Ich habe Klavier gespielt. Das hast du aber fein gemacht. Oh, ich spiele jetzt Gitarre dazu. Warte. Stopp! Ich hab's nicht getroffen, schade. Wunderschön. Hier ist so ein doofes Fliegevieh gewesen. Ah, hallo. Ich möchte auch spielen. Du spielst ungefähr genau. Ja, ne? Das Klavier ist leiser. Mensch, hätte das meine Gitarrenlehrerin gehört, sie wäre stolz auf mich. Oder erschreckt. Sie würde oder stolz. Genau, sie wäre stolz. Habt ihr hinter die Vorhänge geguckt? Da können die nämlich auch sein, die Eier. Nee, da ich glaube, ich habe die Vorhänge schon. Ich mach mal die Sicherung rein. Da guck ich doch mal im Keller, vielleicht haben wir nochmal Glück. Ah, da. Ich bin voll der Star hier. Das klingt total interessant. Okay, Sicherung ist wieder rein. Drin. Kannst du hier unter den Keller nicht Licht anmachen? Ja, es gibt direkt vor der Tür im Keller einen Schalter. Da. Ah, gut, danke. Ich bin klein. Ich gucke auch mal unter die Schränke. Sehr gut. Ich sehe nichts. Der Geist macht Geräusche.
Okay. Aber ganz woanders. Ja, aber ist das hier ein Versteck? Dann sieht der Geist nicht. Der macht dieses Dun, 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 Dun. Dun, Dun, aber Dun, ganz okay. Ja, dieses Dun, Dun, Dun. Aber ganz woanders. Hat er das gemacht? Der hat das unten jetzt gemacht. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch umgezogen. Kann ja auch sein. Solange wie wir uns hier drinnen. Naja, umziehen tut er eigentlich, glaube ich, nur auf Albtraum. Ich glaube, er kann auf jeder... Er springt einen Ball. Aber das war's bestimmt doof. Ja, Bälle sind so deine Markenzeichen, oder? Ja. Ja. Ich liebe Bälle. Tja, kann ich verstehen. Ich finde kein Ei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das eine Ei noch stundenlang hier suchen möchte. Ja. Ich hab's gefunden, hinter der Tür. Sehr gut. Hinter der Türe? Hinter alles der Türe klar. In das Gitarrenzimmer. Alles klar. Sehr gut. Er wollte übrigens das schon jagen. Jetzt müssen wir nur noch Sanity gedöns. Hey, wie kann ich hier bei 100 sein? Wir sind alle bei 100. Was, 100 Sanity? Das macht keinen Sinn. Warte. Ja, wir sind alle. Vielleicht durch, weil wir die Eier gefunden haben. Oh. Wir sind dann vielleicht hier wieder hochgegangen. Deine Schwester ist das spielt? Vielleicht das, dein Bruder hat dir gerade ein Kompliment gemacht. Wer hat denn ein Kompliment? Wolfimon hat gemeint, seine Schwester spielt besser Gitarre in Real Life. Ja, ich glaube, das mit dem unter 25% knicken wir dann, oder? Warum? Wir können das mit dem Teamzimmer machen. Ich habe das noch nie verwendet, ich möchte das gerne mal verwenden. Aber nur draußen, nicht drinnen. Ja, du musst. Das Videobett funktioniert nur von drin. Warte kurz. Muss man Tschüss sagen, ne? Oder auf Wiedersehen, ne? Ja. Auf Wiedersehen. So, jetzt gehst du dahin. Frau Nachbarin, machst einen Rechtsklick auf das Videobett. Und jetzt stellst du ihnen eine Frage. Mit welcher Taste? Rechtsklick. Rechtsklick. How old are you? Wie alt bist du? Hallo? Wie alt bist du? Es funktioniert nicht. Oder du musst mit E einmal in die Hand nehmen und mit F wieder hinschmeißen und dann fragen. Aber ich möchte es nicht kaputt machen. Nee, wenn du in der Nähe bleibst, kannst du es nicht kaputt machen. Wenn du weggehst, musst du Goodbye oder Tschüss sagen. Weil sonst geht es kaputt. Ich kann es aber auch nicht aktivieren. Ne? Wo bist du? Warte. Ist es vielleicht gerade buggy oder so? Bathroom. 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 Ja, das wissen wir ja schon. Ja, du kannst noch fragen, wie alt er ist. Ich mich jetzt immer, wenn ich was esse. Wieso mag das nicht? Wie alt bist du? Sehr gut. Brav. 18. Tschüss. Du musst das Local Push to Talk drücken. Dann kann es sein, dass es geht. Okay, ja. Bei mir geht es, weil ich halt kein Local Push to Talk an habe. Ich hab das normale an. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Die Frage. Ne. Wie alt bist du? Bist du böse? Wie alt bist du? Ich auch nicht, aber. Ja. Goodbye. Tschüss. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du böse? Wie viele Leute sind im Haus? Wo bist du? Wo bist du? Ups. Okay, das macht er. Das wird jetzt. Also ich hab rechte Maus. Bist du böse? Bist du ein Kind? So, ich habe meinen Soll erfüllt. Bist du erwachsen? Also wie viele Leute hast du getötet? Er mag wohl nicht bei jedem irgendwie. Also ich habe rechte Maustaste und eine linke Maustaste auf das... How many people did you kill?
auf das Dings gemacht und dann halt mit Local Push to Talk, also mit V ist es, glaube ich, bei den meisten. Schon die letzte gedrückt halten. Ja. Ah, okay, ich hatte wieder. Bist du böse? Er ist 9. Bei mir war er gerade 18. Ja, ich sehe das nicht. Baxter steht voll auf dem Computerboard drauf. Ja. Also die besten Fragen, wie alt bist du und wo bist du? Das funktioniert nicht beides. Das ist kaputt. Nee, da ist der Geist. Oh nee, das sind dein Shuttle. Habt ihr es jetzt kaputt gekriegt? Wie habt ihr es denn kaputt gekriegt? Ah nee. Fragen gestellt. So. Wir haben einfach Fragen gestellt. Wir hatten keine 15%. Ich habe in die Soße reingegriffen. Wie kannst du denn jetzt auf 15% Sanity runter? Ich habe zweimal eine Frage gestellt, der hat zweimal geantwortet. Zweimal beantwortet, alles gut. Ich weiß ja nicht, wie ihr das falsch gemacht habt, aber ich habe mir auch eine Frage gestellt und der hat geantwortet. Vielleicht warst du auf der falschen Seite der Tür noch? Ich weiß es nicht genau. Ich stand drinnen auf dem Gujabot, konnte aber nichts sehen, weil Baxter drauf stand. Okay, alle eingeloggt, dann würde ich sagen, fahren wir, oder? Okay, kann ich mitleben. Oreo war das, ne? Ja. Und keiner gestorben. Wuhu! Wie heißt das so? Wup, wup. Scheidungsgrund. Was wegen dem Wub-Wub oder was? Ich weiß nicht, warum sich das eingebürgert hat, aber es ist einer von den Begriffen, mit denen ich irgendwie nichts anfangen kann. Voll Knorke. Was, Knorke? Wer ist das? Voll Knorke, kennst du das nicht? Achso, den Begriff habe ich schon mal gehört, ja. So, sollen wir noch eine? Klar. Wir haben ja erst zwei. Ja, wir wollen ja auch gleich was essen, ich krieg Hunger. Das stimmt. Mach eine anständige Karte. So zum Abschluss. Mach mal Schule. Genau. Auf Profi. Schule? Nee, kein Profi. Na gut. Fortgeschritten sollte schon reichen, ne? Ja. 58 Räume, zwei Treppen. Passt. Aber wolltet ihr nach dem Essen nochmal starten, oder? Oh, von mir aus? Also ich esse währenddessen. Das sieht man bestimmt an meinem Charakter, wie ich so zwischendurch den Mund aufmache, obwohl ich gemutet bin. Und dann so, ha. Dankeschön, Nebensatz, für dein Follow. Juhu. Wo ist dein Vorsatz? Ach nee, wie heißt dein Hauptsatz? Bereit. Sehr gut. Breit. Extra breit. Wir sind alle bereit. Oh, danke. We are ready to rumble. Oh, Razor Ramon ist tot. Jetzt, wo du gerade gesagt hast, sie hat gerade gesagt, we are ready to rumble, musste ich an die WWF denken und Razor Ramon ist gestorben vor ein paar Wochen. Andrew Taylor. Scott Hall hieß der. Amarok, hier ist eine wunderschöne Aufgabe für dich. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Bitte nicht sterben lassen, okay? Also bitte nicht sterben lassen. Ich versuche, mich nicht sterben zu lassen. Aber in der Schule mache ich die Aufgabe. Das ist okay. Weil man sich da mehr verstecken kann. Wir müssen gerade mal gucken. Wir kommen rein und rechts unter der Treppe ist das, ja. Gehen die Mädels links und die Jungs rechts? Das ist okay. Hieß, wo bist du? Einer sollte rechts und der andere kann gerne durch die Mitte gehen. Okay, dann gehe ich durch die Mitte. Gut, dann gehe ich rechts und mach direkt die Sicherung an. Durch die Mitte. Okay, ich warte vor der Tür, bis du mir sagst, was du drin bist, Amau. Hier mache ich übrigens, werde ich nicht alle Eier suchen, das ist mir zu aufwendig. Wenn ich eins sehe, nehme ich es mit. Genau. Seid ihr schon drin? Noch nicht. Ich gehe jetzt rein. Können wir rein? Okay, ich bin drin. Wow, und direkt von der Topfpflanze nicht rein! Ach so, wenn man nein! Ja. Oh, erstes Ei und dann die Sicherung. Direkt nach oben. Nein, Hüse bleibt bei mir. Sicherung ist an. Licht angemacht. Na gut. Soll ich dann nach oben gehen oder gehst du nach oben? Ich bleib erstmal unten und du kannst ja mal die Mitte so ein bisschen durchsuchen und wer dann zuerst nach oben kommt, der.
Okay, dann gehe ich erst mein berühmtes Räumchen. In die Sporthalle? Sporthalle. Ah, die Sporthalle ist toll. Aber in der Sporthalle ist es so warm, wie wenn heiße Mädels sich ausziehen. Oh! Ich distanziere mich von dieser Aussage, Twitch. Ich nicht. Was bringen die Eier? die sind nur so zum Spaß. Und wir haben gerade festgestellt, wenn wir alle Eier haben, dann wird die Sanity wieder aufgefüllt. Nom nom nom. Hat's bei mir gemacht. Also ich habe nom 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 gemacht. Das Spielprinzip... Sporthalle ist... Warte, ich hatte gerade was mit 13 Grad. 13 Grad ist ist zu warm. Ja, okay, das war der Flur. Wir haben ja festgestellt, er kann auch wieder im Flur spawnen. Ja, aber dann hast du noch weniger Temperatur, so. Ja. So, doch. Machst du die Lichter wieder aus oder lässt du die an? Ich mach die wieder aus danach. Okay. Da liegt ein Ei, guck mal, siehst du's? Ja, da renne ich gerade hin. kennst du das Spielprinzip Katux? Ich mach das Licht wieder aus. Okay. Du hast ja so eine Sanity, also eine geistige Gesundheit. Ja, aber hier ist und nix. Je weiter das Spiel geht, desto mehr sinkt die. Also wenn dein Charakter im Dunkeln rumläuft oder wenn der Geist irgendwelche Aktionen startet. Gib mir ein Zeichen. Je tiefer die ist, desto größer ist die Chance, dass er angreift, der Geist. Und deswegen ist so ein Auffüllen gar nicht mal so verkehrt. Ja, aber die Sanity wird ja nur dann hochgepusht, wenn wir alle Eier gefunden haben. Ja, Moment, hier können wir wieder ausmachen, ne? Weil wir gehen ja hoch. Ja, wir waren ja unten. Wir waren schon genau. Oh, kennst du das Spiel zur Genüge. Ja, okay, alles klar, dann brauche ich es dir nicht zu erklären. Hey, Fuxi. Hey, Fuxi. Hey. Ei, was sehe ich da? Ist ein Ei. Oh, hallo, Fuxi. Ich gehe jetzt hoch. Ich bin auch oben. Mit. Ich auch. Man muss immer ganz rein. Nee, muss man nicht. Es reicht, wenn du das Thermometer in den Raum, irgendwo auf dem Boden halte ich es immer, hältst. Dann misst er die Temperatur von dem Raum. Wir gehen jetzt rein, weil Eier, wenn man schon welche findet, dann kann man sie auch mitnehmen. Okay, freut mich, Fuxi, dass du zu mir kommst. Ich habe das größte Ei der Welt, das ist ein Fabergé-Ei. Boah, hier liegt ein fetter Knochen. Hat jemand von euch eine Kamera? Oder ist noch ein Ei? Nee, ich habe keine Kamera. Ich habe nur ein EMF und ein. Noch ein Ei. Wow, drei Eier, vier Eier in einem Raum. Das ist ein fetter Knochen. Oh, da hinten. Hast du eine Kamera, wer auch immer da hinten ist? Wer ist da hinten? Hier? Nee, ich habe keine Kamera, sorry. Mann, wieso hast du denn nie eine Kamera dabei? Weil ich immer Temperatur und. Ja. Aber wenn man durch die Wand gucken kann, dann ist es so ein bisschen geglitscht. Also am besten. Dann müssen wir gleich nochmal hoch und den holen. Die besten Erfahrungen habe ich immer damit gemacht, indem ich auf dem Boden halte und weiß, dass ich genau die Temperatur von dem Raum auch kriege. Hast du das fette Ei jetzt gegessen, Amarok? Da war kein fettes Ei. Ich wollte gerade sagen, Was? Wie? Was? Boah, der hat das fette Ei, ohne dass wir es uns angucken konnten, hat das gefuttert. Es war ein Fabergé-Ei. Das hätte ich mit euch freiwillig nicht geteilt. Ganz ehrlich, so kenne ich meinen Mann. So und nicht anders. Wenn es um Süßigkeiten geht. Oh ja, ich teile aber auch bei Süßigkeiten gerne. Wie ein Tier. Gehen wir links oder rechts zuerst? Wieso, ich bin ein Tier, das weißt du. Okay, egal ob mit oder ohne Süßigkeiten. Ich hab Kälte. Du Ei, die du. Ja, klar. Ich brauche auch meine Eier. Toilette Eier oder? Nee, hier in dem Raum, wo ich habe ein Thermometer davor geschmissen. Noch ein Follow. Danke, warte, ich kann das nicht lesen. Oh Gott, nee. Gut. Ich geb's auf. Guck mal, da vorne liegt ein grünes Ei. Zwei Eier, die ihr nicht essen konnt? Okay. Mir ist es rosa. Minus-Temperatur sogar. Ja, hab ich war kurz bei meinem Minus. Ja, ich habe auch die ganze Zeit schon. Kannst du dich mal kurz bewegen? Die Sicherung ist aus. Okay. Okay, warte, wir haben Gefriertemperatur, meintet ihr, ne? Ja, haben wir. Ja. Bist du hier überhaupt? Ich hab dich verloren. Okay. Hinter dir, behind you. okay, hier. Wo bist du? Ha. Gefriergeist, Talkbox macht da gar nichts, nicht mal ein X. Warst du zwischendurch in Windows oder so? Ja. Dann drück zweimal die Windows-Taste. Da müsst's wieder gehen. Wo bist du?
Was schaut urschön ja, aus? Geht wirklich ich kann wieder. Deinen Namen ja. leider nicht aussprechen, deswegen bist du hier? Nenne ich dich jetzt BBD. BBD, was sieht schön aus? Der Strom schon wieder angemacht? Du hast so wenig Weg. Jips. Du kriegst noch Jips. Keine Sorge, Fuxi. Was? Was? Habt ihr schon wieder Strom angemacht? Nein. Ja. Doch, oder? Strom ist an, ja. Ach, doch, ist an. Ah, cool. Weil ich hatte nämlich gerade hier oben auch 11 Grad, aber dann ist es halt. Dauert es noch. Das Anime-Teil da. Das ist mein Avatar. Dankeschön. Zweimal Windows. Normalerweise hat er nicht dieses komische Krummel im Gesicht. Den Trick hat mir eine Freundin zum Glück irgendwann mal verraten, schon vor längerer Zeit, und es war so eine Erleichterung. Warte, ich kann euch mal. Wir können ja mal ganz kurz hier stehen bleiben. Wie mache ich nochmal das? Nee, okay, das kann ich euch. Das so, ich zeige ich schon noch nicht nach unten. Telefon. Telefon! Auf was sparst du denn, Fuxi? Für die, mit den Jips? Wo seid denn ihr jetzt? Links oder rechts? Aber rechts, rechts. Haupteingang rechts. Viel Arbeit gekostet. Nochmal rechts. Salz? Also rechter Eingang. Okay, warte mal, wo sind wir denn? Ich habe keine Orientierung. Sagst du mir nicht? Okay, ich bin mal gespannt. Ihr hattet EMF und Temperatur schon drin, ne? EMF weiß ich nicht. Temperatur und Talkbox ist drin. Ja. EMF habe ich in der Hand. Kein ja, Spiel. Ich auch, aber da müssen wir ja nicht beide mitnehmen. Eine Jagd? Nö. Was? Ist eine oder? Jagd? Eine Jagd? Die Tür nee, ist zu. Oder? Doch, 10. Er jagt. Wer ist denn drin noch? Ich nicht. Ich auch nicht. Bist du drin? Ja, Amarok. Ich fliege. Okay, dann. Hä, warum ist die für deinen. Hä, warum ist sie jetzt gesperrt? Verstehe ich nicht. Hä, ich hab die nicht gesperrt. Wer hat denn jetzt gesperrt? Welcher von meinen Moderatoren hat jetzt gesperrt? Was denn gesperrt? Naja, bei mir hat jemand in den Chat geschrieben, schaut urschön aus. Und da habe ich gefragt, was sieht urschön aus? Und dann habe ich gesagt, mein Charakter. Also, dann wurde gesagt, halt mein Avatar hier. Okay. Aber jetzt ist der Kanal gesperrt. Ich habe den nicht gesperrt. Ich war das nicht. Vorbei. Ach, okay. Okay. Okay, danke. Okay. Jetzt weiß ich darum. Wie viel? Okay, die Nachricht wurde mir nicht angezeigt. 58. 58, okay. Vielleicht Dämon, vielleicht mehr. Wartet mal kurz. Banshee glaube ich nicht, weil sonst hätte die mich direkt angegriffen. Ich nehme mal Pillen. Ja. Wo habe ich denn das Kruzi jetzt hingeworfen? Da. So, wo war das? Rechts, sagtest du? Rechts oben. Ich nehme schon mal Salz mit. Ja, also wir müssen damit rechnen, dass es sich um einen Dämon handelt. So, okay, bin wieder da. Ich musste kurz erstmal... Hat er was Unanständiges geschrieben, oder was? Nee, weil Hiso sagte, wir haben noch 58 Sanity und nur ein Dämon und eine Mare können angreifen, wenn die Sanity noch zu hoch ist. Warte, aber 58 ist doch nicht hoch. Geister fangen erst ab 50 an zu jagen, normalerweise. Ach so. Mhm. Ach ja, stimmt. Ich hatte 60 im Kopf, ja. Rechts und dann, wo war das? Ja, du läufst gerade richtig. Komm mit. Was in Discord? Ja, ich hab's in die Discord-Gruppe geschickt, was er mir im Chat geschrieben hat. Ach so, oh so, nein, okay. Jetzt sehe ich meinen Chat gar nicht mehr. Ich bin so dämlich. Warum mache ich mein Handy aus? So, da ist Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, das sagt mein Freund mir auch immer. Ich bin verloren. Wo muss ich hin? Ich stehe jetzt an der Eingangshalle. Immer noch, rechts oben. Rechts. Links, rechts. Hier ist rechts. Nimm das richtige rechts, nicht das Frauenrechts. Näher das rechts, was man auch nimmt, wenn man auf der Autobahn nach rechts abbiegen möchte. Ja, wir haben Touchies. Hat jemand ein Foto? Ja. Yeah. Nö. Schade. Auf der linken Seite ist auch noch der Knochen, den wir theoretisch fotografieren können. Okay. Oh, jetzt habe ich Orientierung verloren. Ich gehe nochmal raus und hole ein Foto. Ach nee, das ist nicht Hiso. Nein, das bin ich. Jo. Hallo Amarok. Tschüss. Hallo Hiso. Hiso, komm dahinter. Zu. Stroboskop. Tschüss. Warum kostet viel Geld? Aber es ist ein Spiel. Stimmt, wir haben ja gesagt, wir müssen keine Stromkosten zahlen. Das Einzige, was passiert ist, dass die Sicherung rausfliegt. Das Tolle ist, du kannst hier die Sicherung aufmachen, sodass die Heizung an sind und dann die Tür sperrangelweit auflassen. Du musst kein schlechtes Gewissen haben. Ja. So. Was fehlt noch für den Dämon? Was hast du hier gemacht? Hast du einen Ball dagegen geworfen? Also durchs Salz ist er schon mal gewandert. Okay.
Also Gefühl und... Haben wir einen Kruzifix hier mit? Ja, okay. Finger. Ich hab schon beide oben. Was fehlt denn für den Dämon? Ich bin ja vom Dämon überzeugt. Baxter, weil vom Dämon Geisterbuch besessen gelesen hat. Ja, genau wie deine Mutter. Nee, noch nicht, noch nicht. Warte mal, ich lese gerade mal. Gehalten. Ich glaube, das sagt schon alles. Foto? Und ich nehme noch ein zweites Buch mit. Was haben wir denn noch? Ich habe ein Buch. Okay. Ich habe ein Buch. Okay, sehr gut. Aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Warst du jetzt noch? Okay. Ach so. Okay. Ja, solche Follower braucht man auch mal. Was? Was hat er geschrieben? Ach so, ist er wegen Obszönitäten gesperrt worden? Ja. Das sollte man auch nicht laut vorlesen. Alles klar. Nein, 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 nein. Das, was du gesperrt hast, das ist vollkommen okay, dass du das gesperrt hast. Dankeschön dafür. Das, was er davor geschrieben hat, war in Ordnung. Wäre es dabei geblieben, dann wäre auch alles in Ordnung gewesen. Aber die Nachricht habe ich nicht angezeigt bekommen, weil ich bin in meinem Stream-Manager. Warum hörst du die... Oh, ich habe... So, jetzt hörst du die andere wieder. Einen wunderschönen guten Abend, Playstone. Hi, 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 hi. Freut mich, dass du auch da bist. Ich habe schon wieder... So, ich habe eine Kamera dabei. Wo ist der Knochen? Wo ist denn der Knochen? Ach, auf der anderen Seite. Wenn du links gehst, müsst du direkt neben der Tür das erste Zimmer sein. Ach so, okay. Ach, hier theoretisch. Habt ihr schon Dots reingebracht, zufällig? Ja, einer schreibe in das Buch, bitte. Schreibe in das Buch. Schreibe ins Buch. Kann das überhaupt ein Dots sein? Mhm. Ich vermute ja, es ist ein Dämon. Deswegen, deswegen vermute ich, dass wir das Buch kriegen werden. Ah, okay. Eben wegen der Sanity. Schreibe bitte in das Geschichte. Buch. Das ist schön laut. Heute Phasma oder später noch was anderes. Ich habe vorher in Elden Ring gespielt, aber jetzt spielen wir erstmal noch ein bisschen Phasma und das wird auch das letzte Spiel dann für heute sein. Ich suche nochmal den Knochen. Ich habe zwar keine Kamera dabei, aber ich suche ihn nochmal. Dann komme ich mit dir mit, weil ich habe eine Kamera in der Hand. Weil ich glaube, ich weiß, mich wage zu erinnern, wo wir waren. Das war ja ein richtig fetter Knochen. Hier, ja, ich bin hier. So, ja. Okay, du kannst. Der war unten, oder? War der unten? Nee, oben links und dann direkt nochmal irgendwie so. Ach so. Oben links und dann direkt irgendwie nochmal so. Okay. Also oben links, das war direkt die erste oder zweite Tür, wenn man dann halt links läuft. Tut mir leid, Playstone. Genau. Ich hatte gestreamt ich glaube, zwischen 5 und 7 ungefähr habe ich Elden Ring gespielt. Warte, ich kann gerade nicht hinterher gedüst kommen. Oh. Ich gucke so, mal. Jetzt kann ich düsen. Okay. Es dauert aber diese 5 Sekunden Cooldown. Er schreibt ins Buch und der wollte jagen. Echt? Oh. Haben wir ein EMF? Ja, EMF Hat er einen Kruzifix verbraucht oder was? Ja, ja. Aber fast schon zu Tode. Wo ist das andere am liegen? Wir sind bei 62%. Ja, ein Dämon kann bei... ist ein toller Knochen. Das ist der Pferdeknochen. Der ist echt hast cool. Hast du Foto und ich nehme mit. Tut mir leid. Naja, gut. Also ein Dämon kann ab 65% kann der jagen. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Aber wo ist das zweite Kurz... Oh, das ist auch schon angefressen. Also wir haben ein Buch, hast du gesagt. Okay. Yes. Der hat in dem Moment, wo ich rein bin, hat der angefangen zu schreiben. Mhm. Wir hätten das Wii-Shop-Bett schon wieder. Echt? Wo ist der Hund? Du hast Genshin der gespielt. Hund? Ah, ich verstehe. Andrew Taylor, zeige dich. Ach so, ja. Andrew Taylor, wo bist du? Kommen die dem Geist während einer Jagd, müssen wir theoretisch noch machen. Wir arbeiten dran. Theoretisch. Andrew Taylor, hallo. Hat einer noch... Nee, es hat keiner eine Fotokamera dabei, schade. Nee. Andrew Taylor, zeige dich mir. Andrew Taylor, wo bist du? Kerze hat er auch ausgeblasen? Er schreibt schon wieder ins Buch. Ja, Kerze hat er. Er schreibt ins andere Buch rein. Geil. So, ich Andrew kann jetzt leider Taylor keine Fotos mehr machen, weil ich ein Räucherstäbchen dabei habe. Kommst du nach hallo, hier oben Schwester, und wir triggern den zusammen? Hallo. Oder? Können wir machen. Du könntest ich muss ja sagen, wir haben ja einen echt hübschen Hintern. Ja, ne? Genau. Das wird nicht genau, ja. Ich habe das eine Kruzifix schon weggetan, was noch ein bisschen angefressen war. Das trage ich in meiner Tasche. So, ich habe gerade eingegeben, ich muss mal eben schon auf Klöchen. Also, wenn ihr fertig seid, könnt ihr fahren. Was hatten wir jetzt noch? Geisterbuch noch.
Geisterbuch, Gefriertemperaturen, was? Geisterbuch, Gefriertemperaturen und Fingerabdrücke. Andrew Taylor. Andrew Taylor. Gib mir einen Angst, Video? Jagd und so ein Gedöns. Ich bin gar nicht so ein Schisshase. Ich bin bei 37% Sanity. Andrew Taylor. Gib mir ein Zeichen. Andrew Taylor. Was man machen kann, vielleicht ist ein bisschen... Vielleicht wärst du lieber auf weibliche Stimme. Dexter, es ist ein bisschen sicherer, wenn du zu mir kommst. Okay. Weil der wird ja dann, wenn er jagt, spawnt er im Raum. Dann können wir warten, bis er aus dem Raum rauskommt. Und dann rennen wir weg, weil wir brauchen ein bisschen Abstand von ihm. Okay. Weil es nicht ganz ungefährlich. Wir sind auf Fortgeschritten, richtig? Andrew Taylor. Okay. Du musst von Nachbarin, du musst schon in der Nähe. Okay. Ja, pst. Ich seh nix. Da ist er. Okay, rein. Ich hoffe, dass es hilft. Okay, wir haben es geschafft, raus hier. Nachbarin, nimm bitte die letzten Pillen. Ja, warte. Mach ich. Warte, ihr seid immer noch nicht fertig. Ist jetzt wegen mir getriggert worden, weil ich reingekommen bin? Nö, aber du kannst ruhig draußen bleiben und dich in Sicherheit bringen. Okay. Wir haben doch alles. Gerade in dem Moment, wo du sagtest, ich gehe mal eben Pipi machen, in dem Moment hat er angefangen. Ja. Ja, ich bin reingekommen, aber ich war jetzt zwischenzeitlich bei unter 10% Sanity. Vielleicht deswegen? Es zählt ja die Gesamtsanity. Wir brauchen, damit ein Dämon jagt, 65% Sanity oder weniger. Dann fängt er an zu jagen. Genau. Das ist eine Besonderheit. Die Geister fangen normalerweise bei 50% an zu jagen. Okay. So. Wir haben immerhin einen Knochen. Aber bei mir wurde es erst am Ende dunkel und hat angefangen, das Licht zu flackern. Davor gar nicht. Davor konnte ich mich hinsetzen. Ich höre alles, was ihr da so macht. Hatschi! Ja, wenn du in der Nähe gewesen wärst, dann hätte alles angefangen zu flackern. Also. Genau. Ja, also bei mir hat am Ende angefangen zu flackern und dann ist alles ausgegangen. Das heißt, er kam grob in deine Richtung. Also das heißt noch nichts. Früher war es so, dass es im ganzen Haus geflackert hat und alles, egal wo du warst. Mittlerweile ist es nur, wenn du in seiner Nähe bist. Genau. So, ich bin fertig. Ihr könnt gerne gedöns. Okay. Genau. Ich würde dann auch kurz mich ausklinken und was essen. Weil sonst esse ich euch nachher. Okay. Nom, nom, nom. Genau, dann könnt ihr gerade mal eine Runde noch alleine spielen oder wir machen jetzt allgemein mal 10 Minuten Pause, wie ihr wollt. Och, ich könnte auch weiterspielen. Ich würde dann nämlich so machen, dass ich noch ein, zwei Runden spiele und dann den Stream für heute generell beschließe und dann habe ich nicht schon wieder... Nicht so eine... Schließt? Habe ich keine Unterbrechung mehr zwischendrin. Genau. Okay, so, dann... Reichen Sie 0 geistige Gesundheit braucht man noch für die Tagesaufgabe. Ich schätze mal, dass wir dich schon haben. Ich nicht. So, haben wir denn schon eine Grafton Farmhouse? Grafton Farmhouse ist schön. So, ich sag dann meinen Stream schon mal Tschüss, weil ich jetzt was essen gehen werde. Und wir sehen und hören uns dann. Bis dann. Tschüssi, so, bis gleich. Meine Gruppe 2 wäre jetzt auch ready. Was mache ich denn jetzt? Spiele ich jetzt mit euch noch eine Runde oder spiele ich jetzt in Gruppe 2? Weil Gruppe 2 ist halt die Frage, wie lange haben die noch? Ich wünsche dir viel Spaß, Playstone. Und wenn ich die Woche nochmal Elden Ring streame, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, mindestens an einem von diesen 3 Tagen,
Dann, okay, dann kann ich dir ja notfalls vorher Bescheid sagen, damit du noch Bescheid weißt. Dann spielen wir mit den anderen beiden noch. Ja, ich wechsle jetzt in Gruppe 2. Okay. Dankeschön, dass sie mit mir die Runden gespielt haben. Gerne, macht doch Spaß. Hey, Baxter, du hast meinen Streamtitel geklaut. Was denn? Wieso? Achso, wegen den Fassmittag. Okay. Ja, nee, ist okay. Verabschiede mich. Tschüssi. Tschüss. Warte, Amarok, bevor ich gehe. Eine Freundin von euch hatte von Stahisu geschrieben, ob sie dann später mitspielen kann. Dann passt Stimmt. es ja jetzt, wenn ich gehe. Fuxi, möchtest du mit in unsere Gruppe kommen? Sie. Ja, wenn. Tschüssi, bis dann von der Nachbarin. Stimmt, Minecraft-Mittwoch auf jeden Fall. Ja. Sollen wir dann, während Hisui dann gerade was ist, sollen wir das Ingame-Voice nochmal wechseln, weil das nochmal ein anderes Feeling ist? Oder? Wenn du möchtest. Ich höre dich sowieso doppelt gerade wegen Discord und Ingame-Voice. Also ich kann mich in Discord gerne erstmal muten. Okay, dann muten wir mal. Also ich höre dich gerade im Spiel noch nicht, obwohl du auf 100% bist. Bei mir wahrscheinlich musst du dann den Voice drücken. Ne? Genau, jetzt müsstest du mich doppelt hören. Oder jetzt. Oder jetzt? Oder jetzt? Hallo, 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 hallo. Nein. So. Ich schreibe Fuchsherz mal gerade unsere Nummer. Wo ist sie denn? Da. Da und da. So. Warte, wie cool bin ich denn ohne Licht? Ne, es ist okay, es ist atmosphärisch. So. Nein, das war falsch. Ich wollte hier und helles Design. Aha. Damit mich mein anderer Monitor von der Seite schön anstrahlt und das Ganze etwas atmosphärischer wirkt. Ja, voll. Genau, wir können uns. Ne, eine Karte haben wir uns schon rausgesucht. Und in der Zeit werfe ich noch ein paar Körbe. Müsstest du mal gerade testen wegen deinem Game-Voice? Ach ja, genau. Ich warte, ich mach mal gerade. Ich mute mich mal gerade in Discord. Yes. So. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Sind die Bälle schon wieder? Da ist einer. Hallo, hallo, hallo. Hörst du mich? Hörst du mich? Hallo, 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 du hörst mich immer noch nicht. Du konntest mich nicht hören, oder? Nee. Wahrscheinlich musst du nochmal aus der Lobby raus, dann in den Einstellungen nochmal das Mikrofon einstellen oder so. Du hast mich... Nee, ciao, ciao! Hallo, Fuxi! Fuxi, hören wir. Moment. Hallo! Amarok kann gerade... In-game, so wie nichts sagen. Genau, ich weiß nicht, Moment. Oh weia, wie böse. Oder kannst du mich vielleicht hören? Zum Schweigen verurteilt, ja, ich höre dich. Okay, dann kannst du bitte Baxter sagen, dass er mal gucken soll, ob er mich vielleicht gemutet hat im Spiel, ob ich da auf 0% stehe. Baxter, ich soll dich fragen, ob du Amarok eventuell gemutet hast. Steht er da bei dir auf 0%? Ne, auf 100 eigentlich. Warte, ich hab den jetzt mal auf 0 gemacht und wieder auf 100. Sag mal was, Amarok. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah, jetzt höre ich dich. Okay. Ah, dann war es vielleicht ein Spieleglitch oder so. Ja, dann stelle ich nur eben das Discord schnell auf stumm. So, alles klar. Okay, dann lass uns starten, würde ich sagen. Yeah. Sehr schön. Okay, wir sind schon fast vollständig. Ja, zur Hälfte. Ich glaube aber so um die 60% reichen. So. Ja, perfekt. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Stromkasten ist da. Ach, Eingang ist der grüne Bereich, ne? Genau. Als rote sind. Wir kommen da von unten in der Mitte. Das heißt, Stromkasten einfach oben links durch. Wir sind alle da. Sehr gut.
La la la. Was haben wir denn für Aufgaben? Foto vom Geist, Anwesenheit eines Geistes mit Bewegungssensor und reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Läuft, würde ich sagen. Sehr cool. Fuchsi, kannst du mal gerade was sagen, ob wir dich hören? Warte, warte. Okay, warte, alles klar. Warte. Ich höre dich. Sehr gut. Okay, das Warte hat schon gereicht. Oh Mensch. Aber das Gewitter ist cool. Wenn du hier stehst und es donnert oder blitzt. Ich bin, als das Gewitter zum ersten Mal so richtig im Spiel zum Tragen kam, da habe ich mich echt erschrocken. Dieser Blitz. Beziehungsweise der Donner, der dann im so leichtes Grollen war, der war fies. Ja. Oh, ei. So, ein Ei für dich. Ja. Und ein Ei wieder für mich. Nom, 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 nom. Und wir haben Strom. Alles klar, ich bin noch draußen. Oh, okay. Sollen wir noch kurz warten? Schauen wir mal, was es hier oben so gibt. Ich finde das Geräusch so knuffig. So viele Eier überall. Faszinierend. Wichtig, dieser Geist reagiert nur auf Einzelpersonen, ne? Okay. Hier ist so ein Riesenei. Dann ist das halt so. Warte. Unten bei mir Flur zwischen den drei Zimmern. Okay. Da hinten. Ich finde hier ein Ei nach dem anderen. Ja, sind bestimmt auch 70 Eier hier drin, hundertprozentig. Außen sind wahrscheinlich auch noch ein paar. Nee. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hast du Fingerabdrücke dabei? Weil der hat hier eine von den drei Türen angetatscht. Nee, können wir aber gleich gucken. Ich habe auf jeden Fall unter 1 Grad. Das heißt, wir haben noch eine ganz gute Chance, dass es vielleicht... Minus 1. Sag ich ja. Sehr gut. Gefriertemperaturen, Fuchs. Ich habe gerade Fingerabdrücke fotografiert. Insofern haben wir auch... Alter, Hisui, danke schön. Es geht nichts über deinen Support. Danke. Also hier haben wir Minus, Fuchs. Was kann es denn sonst noch sein? Was meinst du, was es sonst noch sein kann? Für Beweise jetzt Dämon, Hantu, Mimik und Jin. Also Mimik dann, Ich habe mal ein Buch und einen Dots mit. Toller Blitz. Guckst du mal bitte, wie viele Eier noch fehlen? Fünf.
24 von 34. Nach Adam Riese sind das dann 9, die fehlen. Alles klar, danke. Ich habe noch eins gefunden. Zwei. Drei habe ich gefunden. Vier. Eigentlich kannst du... Oh, du hast das Reach-Up-Bett. Okay. Yep. Unser neuer Fußabtreter. So, was haben wir denn hier? Eine Kamera. Das brauchen wir nicht mehr. Da haben wir alles. Oh. Aber es fehlen nur noch 3 Eier. Foto vom Geist. Bewegungssensor. Bewegungssensor. Er schaukelt gerade ganz gruselig am Schaukelstuhl. Er hatte sich eben auch. Ich beeile mich. Ja, ganz ekelhaft, genau vor mir. Gott sei Dank war es kein Hans, sonst wäre ich tot gewesen. Ja, ich bin gerade rausgelaufen. Das war voll widerlich. So. Buch? Kein Buch. Wir haben einen Orb. Ich wäre aber vorsichtig mit einem Orb. Könnten wir auch einen Mimik haben? Oh, Klavier? 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 Wo ist das Klavier? Wo ist das effing Klavier? Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir die Geisterbox noch getriggert bekommen. Wenn nämlich nicht, also bei mir hat er eben keine Anzeichen gemacht damit. Aber wenn wir den jetzt aktiv kriegen mit der Geisterbox, dann ist es ein Mimik, aber ansonsten... Gefrier und Fingerabdrücke, so. Also entweder Handtuch oder Mimik, okay. Ah, Moment. Okay, Sensor abgehakt. Räucherstäbchen auch. Yes. Gib mir ein Zeichen. Tür auf ist jetzt nicht ganz so interessant. Was habe ich denn noch? Foto, Ouija-Brett, Fingerabdrücke, Knochen. Interaktion habe ich alles, okay. Was fehlt denn noch? Machen Sie ein Foto vom Geist. Ups. James Stevens, gib mir ein Zeichen. James Stevens, gib mir... Zeige ich. Nee, das war Fuchs, sie hat den... Wo bist du? Wie alt bist du? Er reagiert nur auf Einzelpersonen. Ja, wir gehen mal weg. Wo bist du? Wie alt bist du? Na? Sollen wir gehen? Wo bist du? Er reagiert bestimmt nur auf dich. Also er redet gar nicht. Vergessen, wie er heißt. James Stevens, bitte zeige dich. Wo bist du? Ei, ei, ei. Gib uns ein Zeichen. Du musst für die Geisterbox Licht ausmachen.
Wo bist du? Ich kann mich ganz feige hier verkriechen. So, ungefähr, so. So. Aber nichts passiert. Wie alt bist du? Wo bist du? James Stevens, zeige dich. Oh. Also ich behaupte mal ganz frech, wir können die Geisterbox ausschließen. Yes. Jetzt ein Foto wäre cool. Ein Foto, ne? Yep. James, von Jesse und James, zeige dich. James, wo bist du? James. Stevens, zeige dich. James Stevens? Bitte erscheine mir. Oder Baxter, ist mir egal. Wir haben aber nirgendwo einen Spiegel, ne? Nee, kein Spiegel. Ich hab das, Ouija-Brett gefunden. Ouija. Nee, ich dachte einen anderen Spiegel, wo wir dann Bloody Mary sagen können. Ich habe Angst, hilf mir, Angst. Ich schreie, Hilfe, Angst, Spiegel Angst, für Angst. Mary. Geht das eigentlich mit jedem Spiegel? Nee, also das Bloody Mary weiß ich nicht. Das Bloody Was Mary denn? Hat man wieder nie. Ich probier's aus. Was, Bloody Mary? Soll ich noch nicht ausprobieren? Ja. Ich hab das vergessen, dass das geht. Ich will einen Spiegel finden. Hilfe, ich hab Angst, Hilfe, ich zeige dich mir nicht. Hilfe, ich hab Angst. Ich hab Angst mit dir. Bloody Mary. Jetzt würde ich es nicht zu der Jagd gerade. Ach, fuck. Fuchsi, nimm bitte ganz viele Pillen gerade. Hab ich schon, ja. Danke. Ja, aber ich will rauskommen, bevor er wieder jagt. Ach, sowas aber auch. Also ich bin mal sehr solide auf Null gekommen, würde ich sagen. So. Oh, wo sind die ganzen Kameras? Oh, Baxter kann nicht mehr mit uns reden, weil er tot ist. Nee, das ist natürlich sehr bedauerlich. Ich versuche mal gerade noch seine Leiche zu finden. Ja, aber er hört uns ja. Baxter, du kannst ja notfalls einen Gegenstand in die Hand nehmen und mich so ein bisschen rumführen. Mal wieder zwei Eier. Oh, okay, gar nicht mal so schlecht. Baxter, zeige mir, wo du liegst. Baxter, bitte gib mir ein Zeichen. Er hat mir eine Bierdose vor den Latz geknallt. Okay, ich folge der Bierdose. Ich folge der Bierdose weiter. Mich deucht, er wird mich die Treppe hinaufführen. Oh, dann ist er tatsächlich oben gestorben, da wollte ich mich erst verstecken. Oh ja, ich sehe ihn. Wie makaber die Tür seinen Kopf vom Rest des Körpers trennt. Sehr schön. Das ist lustig, ich sehe ihn über die Kamera, über die Kopfkamera gar nicht. Ha, interesting.
So, jetzt probiere ich das nochmal. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, das musst du im Dunkeln machen. Ja. Okay. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Nö, aber er wird aktiv gerade unten. Wie viel Sanity habe ich noch? Ich habe keine Ahnung, ich habe es letztens bei den Easter Eggs gelesen, die es gibt. Und Baxter hat möglicherweise auch noch seinen Teil dazu getragen. Beigetragen. Soll wohl auch mal funktioniert haben. Schade, dass ich das nicht früher wusste, sonst hätte ich das schon viel, viel früher ausprobiert. Hättest du mal auf mich gehört. Du hast recht, du hast recht. Na gut, sollen wir dann trotzdem fahren? Weil ich glaube, wir haben fast alles. Was ist es denn? Moment. Orb. Ich meine, vorhin hieß es noch, er hat einen Orb. Und da habe ich gemeint, warte ab, das könnte auch genau ein Mimik sein. Aber ich glaube nicht, dass es ein Mimik ist. Also demnach wäre es ein Handschuh. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Foto vom Geist, ne? Können wir wohl nichts machen, aber. Weil dann. Baxter, dann lock du vielleicht auch mal Hanto ein. Baxter. Aber wir schicken einfach Baxter rein, der soll das Foto machen. Er kann nur leider keine Kamera tragen, ansonsten ist die Idee super. Na gut, also Baxter, lock Hanto ein, wir fahren in 4, 3, 2, 1, 0. Hiso müsste jetzt auch soweit sein, dass sie wieder mitspielen könnte. Ja, ich sehe gerade, dass sie ihr Phasmo wieder anschmeißt. Hey, hey, hey. So. Hanto hat bestimmt. Warum sterbe immer ich? Vielleicht solltest du den Geist etwas weniger triggern. Oh, Fuchs ist raus? Es war ein Hanto. Yes. Yes. Wir sind gut. Du bist nicht umsonst gestorben. Yes. Ja, Gott sei Dank. Kommt Hiso so wieder, schön. Oder? Ja, oh, sie müsste kommen. Guck mal, da steht Gust, da liegt Gustav. Der heißt bei mir jedes Mal anders, weil ich mir den Namen, den ich ihm gebe, nicht merken kann. Sehr schön. Aber Amarok, ich habe mindestens 2 Minuten bin ich hinter dir hergerannt und habe eine Dose geschmissen. Du, wo ist denn die Dose? Ich schmeiß irgendwas. Vielleicht hast du es geschafft, sie immer hinter mich zu schmeißen, wo ich halt nicht hingeguckt habe oder so, keine Ahnung. Zweimal hast du dich in die Richtung gedreht und die Dose ist vor dir gelandet. Wahrscheinlich. Es war bestimmt ein Lag. Wow, der ist durchgegangen und hat nicht gezählt. Echt? Bei mir hat er sogar 2-mal gezählt. Echt? Nee, bei mir nicht. Ach, du hast beide Bälle, ey. Mhm. Ich muss auf 666 kommen. Passiert dann was? Angeblich soll was passieren, ja. Das ist, glaube ich. Oh. Es ist, glaube ich, nicht so spektakulär, aber ich will es trotzdem einmal miterleben in meiner Lebenszeit. In deiner Lebenszeit. Oh! Hattest du das noch? Da war ja was. Nein, nicht wirklich. Aber hier vorne an der Tür warst du schon, oder? Ja. Eben gerade schon mal. Sehr gut. Wir haben einen Cord. Wir haben einen Code. Und sind gerade nicht in Discord. Sind gerade nicht in Discord. Und sie laufen zur Tür. Also der Code ist derselbe wie vorhin. Hey, das finde ich so endgeil.
Genau, Hesu, ihr müsste den Code eigentlich noch haben. Ja, hier sind genau. Jetzt viele Fotos. Sag dir gerade gerade Bescheid. So. Stay with me! Stay with me. Was hast du Hesu jetzt geantwortet? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein. Ich habe gesagt, denselbe Code, den wir vorhin im Discord hatten. Und wir spielen momentan ja über den In-Game-Voice-Chat. Das hat, worüber sie letztes Mal schon gemockert hat, weil das nicht so toll ist, ne? Das ist richtig. Notfalls können wir alle über meinen Server gehen, weil da sind so wenig Leute. Können wir machen. Mir ist es egal. Ich stelle mal gerade hier so laut. Why are you here? Warum bin ich hier? Keine Ahnung. So, Hesu? Ich höre sie nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie redet oder nicht. Du musst, damit du mit uns reden kannst, im Moment V drücken. V drücken. Und dann gedrückt halten. Ich muss kein V drücken. Ich hab das Push-to-Talk ausgemacht. Ich muss das, glaube ich, bei mir auch mal machen. Finde ich einfacher. So kann man wenigstens quatschen. Ja. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich gehe mal ganz kurz nochmal aus der Lobby raus und komme sofort wieder. Ich mache dieses Push-to-Talk auch mal aus. Das kannst du... Ach so. Das kannst du nachher auch ausmachen. Also das brauchst du jetzt gerade so, nicht. Wenn du im Spiel bist, kannst du das auch ausmachen. Okay, dann mache ich das im Spiel aus. Ich muss noch eben schnell mein OBS nochmal starten und können wir das über Discord machen, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit eine Taste zu drücken. Du kannst, das Push-to-Talk halt auch ausmachen, dass du permanent am Reden bist. Ja, aber dann hört ihr uns trotzdem nicht, wenn wir auf Abstand sind. Das ist ja das Geile daran. Zum Funken. Wenn nicht, gehen wir alle auf Discord rein und machen es da. Fände ich einfacher. Dann machen wir das so. Und Hesu findet das bestimmt auch einfacher. Wie spricht er mich schon wieder? Ich höre uns. Aha. Gib mich Discord. So. So, du bist aber noch bei in dem anderen Stream auch drin, ne? Ja, also wir sind jetzt bei mir auf meinem Discord mal in den Voice Chat gegangen. Ja, genau, ich bin ja auch drin. Nein, ich rede mit den Leuten, ich brauche von dich noch. Hast du mein Nein! Okay, Moment. Der will mich immer Hallo zurück an meine noch nicht vorhandenen Zuschauer. Typisch Fuchs hier. Ich hab die noch auf Null. Wie kann ich sie denn? Was denn? Wie kann ich sie denn hören, wenn ich sie auf Null habe? Oder habe ich irgendein. Nee. So, da müsste eine Einladung jetzt irgendwo in dein Discord angekommen sein, Fuchsi. Discord. Genau. Wie, da ist eine Einladung. Fuchs ist noch still. Nee, wie schrecklich. Der heißt auch genauso wie mein Discord. Das ist schlimm. Das Geile ist, das ist dann der dritte Fuchs. Ist dann der dritte Fuchs, der dritte Fuchsbau, den ich kenne. aber jetzt, wir haben, ohne Witz jetzt, ne? Ich habe alle jetzt auf 0% gemacht und sie hat, die höre ich immer noch manchmal. Mohahaha. Sehr schön. Sind wir Discord sind wir, oder? Und ja, warum hörst du mich, weil es geht? Ah, ich höre sie. Okay, also eine würde ich jetzt noch machen. Machen wir da mal Asylum oder Prison? Ja, irgendwas Mittelgroßes bis Großes gerne. Okay. Dann würde ich sagen. Ich habe hier jetzt alles reingelegt, was ich Asylum. Habe. Asylum? Sollen wir auf Profi machen oder lieber erstmal nochmal fortgehen? Mir ist egal. Mir ist egal. Fortgeschritten. Ich will nicht alles verlieren. Okay, dann machen wir fortgeschritten. Asylum, fortgeschritten. So. Yes. Yes. Gut. Hisui, bereit. Genau. Sehr gut gemacht. Ja. Yeah. Ich war abgelenkt, ja? Deine Mutter war abgelenkt. Du bereit. Hast du gerade gesagt, dein Schnodder war abgelenkt? Fast. Ich habe gesagt, deine Mutter. Ach, ich habe verstanden, dein Schnodder. Ich so, what? Das ist ja schon ein bisschen eklig, ne? Ja. Dein Schnodder war abgelenkt. In der Zeit lese ich mal, warum der Typ getimeoutet wurde. Warte, wo war das denn nochmal?
Ich hab's ja noch gar nicht gelesen. Wieso, was gibt es? Warte, was haben wir denn da? Ja, sowas. Sowas gibt. So. Okay, ist ja kein Pro- ist ja kein kein Wunder, den hätte ich auch ge den hätte ich auch getimeoutet. Der hat ein N zu viel geschrieben bei dem einen Wort und vorstellen hat er mit F geschrieben. Das kann nicht funktionieren. Das wäre der Grund. Der Rest ist egal. Worauf du geachtet hast jetzt, weißt du. Geil. Ich bin Rechtschreib-Fanatiker. Nein, du bist ein Grammar-Nazi. Ich wollte das Wort extra nicht verwenden. Entschuldigung. Mitglied von einem Geister-Event, Geisteszustand unter 25%. Durchschnittlich und ein Geister-Event mit dem EMF. Oh, nur Person wieder. Alleine. Oh, die sichere Person alleine. Nein! Ihr schickt mich da jetzt rein, ernsthaft! Ja, so, ich bin schon drin. Ich hab schon geguckt, wo sie ist, ich mach sie an. Ha, ihr seid, und hier war schon ihr seid recht bösartig zu mir. Ja, also gehört sich das halt. Eine magische schon. Pfanne! Ah, ne. Das ist keine Pfanne, das ist ein. Das ist ja langweilig. Sagst du, wenn du anhast, erst dann lauf ich los. Ja, die Sicherung ist an. Ich bin da übrigens links gelaufen, nur das. Ich bin rechts unten. Ich also nicht geh mal ganz oben, unten, oben die Mitte einfach ab. Gibt's ja, ich glaube, ich bin bei Amarok. Wir sollten uns aufteilen. Das ist der Satz, der die in jedem. Die haben sich alle aufgeteilt. Das ist der Satz, der in jedem Horrorfilm tötet. Ich teile mich nicht auf. Ich laufe demjenigen hinterher, der ein Thermometer hat. Ach so, du also hast kein Thermometer. Ja, okay. Richtig. Wobei, ich habe ja nichts hinzugefügt. Es, halt ja, so ich habe alles hinzugefügt. Hier liegt ein Teller auf dem Boden. Ich finde, das ist sehr, sehr verdächtig. Hier ist auch ein Ei. Nee, ihr habt in der Lobby doch zwei Eier nicht gekriegt. In der Lobby habe ich habe ich auch Eier gefunden. Ich habe hier überall drei Lichtschalter, aber in der Lobby selber geht nirgendwo das Licht an. Das ist irgendwo für die Seitenarme. Ich habe das auch nie ganz verstanden, was da für was ist. Ich glaube, ich habe gerade den Strom gefrackt, oder? Weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube auch. Also ich habe Strom hier noch. Okay. Oder? Ah ne, doch nicht. Licht sollten... ist aus. Ich kümmere mich okay, drum. Okay, ich mache... Wow, hier gibt's wieso ja sind wir eigentlich? Wieso sind wir eigentlich alle hier auf einem Haufen? Wir sollten komplett in dem Gebäude verteilt sein. Ich kam nicht weit. Dadurch, dass ich die Sicherung gefrackt habe, kam ich nicht so weit. Macht ihr jedes Mal Licht dann, wenn ihr in einen Raum geht? Ich nicht. Die Räume nicht. Ich versuche nur die Gänge, durch die ich häufig gehe, zu beleuchten. Das ist so cool. Ich finde das also in so einem Lost Place würde ich niemals ein Ei oder so aufheben und essen, ne? Oh, hallo. Ich bin jetzt auf dem Weg nach unten. Schau ja. Haha, hier sind gruselige Bilder an den Wänden von alten Menschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin irgendwie einmal links und einmal rechts und sonst wo gelaufen und ja, das bin ist, ich. Hier ist gar kein Ei. Bin ich ein wenig verstimmt. Oh. Ich wollte gerade schreien, hier ist ein ganz großes, aber das war nur ein Globus. Also kein Ei. Ah, Licht ist schon wieder an. Okay. Ja, schon längst. Weiß ich doch nicht. Aber Baxter hat es gesagt. Hallo? Ja. Habe ich nicht gehört, also hat er es auch nicht gesagt, so. Ja, genau. Wenn Hiso in einem Wald ist und dort ein Baum umfällt, ist sie dann tot? Das ist eine philosophische Frage, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt. Ich habe ein Ei gefunden. Was ein Ei gelegt? Was? Gefunden. Gelegt, gefunden ist auch alles gleich. Aber schön. Haltet auch ein bisschen Ausschau nach dem verfluchten Gegenstand. Ne? Der ist ganz die am Anfang. Der ist zu einer Henne digitiert.
Was? Amarok ist zu Henne digitiert? Ja, du hast ein Ei gelegt, hallo? Ach so, ja. Du bist jetzt eine Henne. Das ist ein Abstieg von Fuchs zur Henne. Ja, ja. Das ist ja furchtbar. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Ich würde mich selber essen, wenn ich eine Henne wäre, weil die sind lecker. Nein. Ach nein, du hast halt ein Haustier, es tut mir leid. Ich meine, ich esse auch gerne Hühnchen, keine Frage. Okay, dann ist ja gut. Aber meine eigenen Hühner esse ich nicht, nein. Nein, das ist richtig. Aber ich bin ja keins von deinen Hühnern. Gott sei Dank. Also könntest du mich problemlos essen, wenn ich ein Huhn wäre. Wenn du ein Huhn wärst, aber du bist kein Huhn. Außer möchte ich nicht gegessen werden. Merkst du was? Glaub, du bist ein Huhn. Du hättest nicht viel zu tun. Ich würde jeden Tag studieren. Nein, und meinen Verstand verlieren. Gibt es im Asylum ein Klavier? Ja, ich war es gerade. Ich habe gerade gesagt, okay. Ich spiele Klavier. Okay, das habe ich nicht gehört. Weil ich mich habe ich auch gar nicht gesagt. Ich finde die ganze Zeit Eier und ich vergesse die ganze Zeit auf die Temperaturen zu gucken. Ich nicht. Ich habe keine Ahnung, so richtig keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Nee, wenn's ich werde nie wieder hier rausfinden. Wenn es gleich zum Handen geht, ich auch nicht. Nee, aber es ist relativ einfach, das Asylum. Wieso kann das eigentlich keiner? Weil es scheiße ist. Asylum spiele ich so echt nur, wenn irgendwelche anderen mit dabei sind, mal alleine. Ich habe das öfters mal alleine gespielt. Ich spiele es nicht so gerne alleine, weil es halt einfach ewig dauert. Ja. Außer das eine Mal, wenn du Glück hast, läufst du an der Tür vorbei und plötzlich hast du den Geist gefunden innerhalb von einer halben Minute. 23 Grad, es wird immer wärmer hier drin. Sorry. Och, Schock. Hab ich mich erschrocken. Hier steht ein Ventilator und ich bin da rein und hab mich gedreht und es sah aus, als ob da ein Mann stehen würde. Was hast du für Vorstellungen, Jesu? Hey, ich hatte sie ja Slenderman gefunden, hallo. Oh, noch ein Ei. Was, Slenderman? Ja. Okay. Ich finde das unheimlich, ja? Also. Ich finde den auch. Also, hier hinten brauchst du theoretisch nicht mehr zu gucken, weil hier ist nichts mehr. Ja, ich merke das schon. Du hast aber immer noch kein Thermometer in der Hand, oder? Nö, ich habe eine Kamera. Okay. Ich mache das jetzt so, wie du es normalerweise machst, im Dunkeln durch die Gegend rennen. Sehr gut. Ich habe einen würdigen Schüler. Scheiß auf die Sanity. In der großen Karte. Die muss eh nach unten. In den großen Karten geht die zumindest auch nicht ganz so schnell runter. Sprach er und wir waren tot. Der Plan hat funktioniert. Die auch unten, oder? Ja, ich bin gerade unten. Ich bin schon auf der anderen Seite von unten. Bin fast durch. Ich bin auch unten und hier sind alle Türen auf, deswegen. Also ich war nicht unten im Kreis. Aber ich krauche durch die Gänge. Aber unten im Keller sind weniger Eier. Diese kleinen alle oben. Ne? Ja, ich habe oben einen ganzen Arsch voll gefunden. Jetzt sind die auch schon arschvoll. Ja. Hat oben links jemand den Flügel durchsucht? Ja, da bin ich gewesen und bin dann irgendwie nach unten gestoßen und... Okay. Und genauso. Habe aber, glaube ich, nicht alles durchgehabt. Ich weiß es nicht. Ich habe mich verlaufen. Okay, dann durchsuche ich einfach taktisch das gesamte Gebäude. Ja, das ist am besten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin. Ich sehe das schon, Amarok muss gleich. Ich muss gleich das gesamte Gebäude durchsuchen. Er muss gleich das ganze Team retten. Ich habe den Lichtschalter gemacht. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, ich habe den Lichtschalter auch die ganze Zeit gesucht. Ich habe ihn mal endlich gefunden. Ich könnte du bist dann links, ne? Dann gehe ich mal geradeaus noch in die Vorratskammer hier rein. Da, okay. Ja, links habe ich theoretisch jetzt schon alles. Das ist ein. Also in der Werkstatt sind zwar 15 Grad, aber zwischenzeitlich auch 20 noch ein Ei. Und so. Eieiei. Eieiei. Ah.
Oh oh, Licht ist aus. Oh. Haben wir wieder zu viel Lichter angemacht? Ich hab gar keine an gehabt. Auf jeden Fall sind die Lichtschalter wieder ausgegangen. Das ist so ein Hinweis drauf, dass zu viele Lichter an waren. Bist du in der Nähe vom Lichtschalter? Nur ganz grob, aber ich mache jetzt einfach hier weiter, ist mir egal. Scheiß auf Sanity. Ja, aber wir brauchen das doch für die Wärme, oder nicht? Das ist richtig, stimmt. Na gut. Dann machen wir nur noch die nötigsten Lichtschalter an. Ja, ich hab im Flur eins angemacht. Zack, war die Sicherung raus. Wahrscheinlich waren halt schon 5, 6, 7, 8 an. Nee, das war einfach nicht nötig. Ach so, es war nicht nötig, okay. Ja, es war einfach nicht nötig. Wo bin ich? Mama, Hilfe. So. Wir haben wieder Strom. Strömberg. Weiß nicht, wo ich bin. 9,6. Ach nee, der Strom ist ja aus, ne? Also nee, jetzt Strom ist er wieder an, aber... Jetzt kann es dann kurzzeitig auch mal unter 13 gehen. Unsere Sanity ist bei 69. Das geht ja noch. Ich werde nie wieder hier rausfinden. Ich werde zum Geist wahrscheinlich. Warte, ich hatte 9,9. Du bist ein Geist und meistens ganz allein. Ja, Hese, du bist anscheinend auch unten. Ja, ich bin unten. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich unten bin. Du läufst jetzt Richtung Großes. Ja, passt. Lauf weiter. Weiter geradeaus. Steht bei dem Punkt mittlerweile, wer wo ist? Nö, du siehst die Farben. Ah, okay. Lauf weiter geradeaus. Ich wollte nur in die Türen hier nochmal rein. Wenn du jetzt abbiegst, kommst du zur Treppe. Ah, da ist eine Tür. Ich habe den Raum, glaube ich, gefunden. Okay. Obwohl. Ja, ich habe hier stellenweise Drops unter 10. Wo bist du? Unten. Unten, ja. Links oder rechts? Unten, wenn ich auf die Karte drauf gucke, links. Hast du stellenweise unter 10 oder wenn du im Raum bist, immer unter 10? Nee, stellenweise. Also ich tippe mal auf EMF5, weil er geht gerade von 0 auf 5. Ich bin jetzt gerade hier im Eingangsbereich, 12,7. Bist du hier? 12,7 weiß ich noch nicht, weil die Sicherung ja aus war. Ja, aber geht wieder hoch. Ja, geht wieder hoch. Wo bist du? York. Nimm vielleicht eher ein EMF mal mit in den Raum. Weil ein EMF-Ausschlag Der bleibt wieder auf 13. Okay. Ah, Mist. 6. Geht nicht niedrig. Mehr Eier. Ist jemand im Van? Kann man gerade so spaßeshalber gucken, wie viele Eier wir haben? 36 von 66. Über die Hälfte? Gar nicht so schlecht. Hier geht aber eine Tür bei mir die ganze Zeit. 5,1, ich hab's, der ist im Flur, ist im Flurgeist. Vielleicht noch ein Ei? Da! Oh, 2. Nee, der ist hier in dem Raum. Okay, ich hab ihn. Sehr gut. Bist du hier? Na gut, da komme ich. Wo bist du? Away, er ist away. Talkbox. Also, in diesem Raum da gerade drinne? Du bist da unten, Baxter, sagtest du? Unten, ja. Und er macht immer wieder den Ventilator an. Der ist ein Ventilatorgeist. Ein Ventilator. Oh, es ist ein Rotom in einem Ventilator. Ah, dann bin ich vorhin an der Tür. Ich habe vorhin einen Ventilator gehört die ganze Zeit, habe aber nicht gefunden. Dann bin ich da dran vorbeigelaufen. Ich komme mal zu dir runter. Ja. Ich schmeiß mal das Temperaturding vor die Tür. Lass mich bloß nicht alleine mit dem Geist. Was haben wir denn so sanity-mäßig? 46%. Okay, ich schluck mal. So, dann nehme ich ein. Eine Kamera. Nee, wir haben. Nein, ich nehme mal eine Videokamera mit. MF, wo ist schon unten? Ja, ich habe eins dabei. Okay, dann lasse ich meins hier. Ja, also es wäre auch cool, wenn man Warte, lass mich nicht allein. Wo bist du? Hier.
Hab ich auch dabei, die Touch. Hast du auch dabei? Okay, weil der Touch gerade viel an, Lichtschalter und sowas. Ja, ich hab einen Dots und ein Buch. So, wo seid ihr, wenn wir unten sind? In dem Seitengang oder wo? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich an dem vorbeigelaufen bin. Was, an dem bin ich nicht. Ich habe extra die anderen Türen auch zugemacht. Also es sind alle Türen zu, bis auf die eine, wo der Geist drin ist. Okay, weil hier sind alle Türen offen, wo ich gerade bin. Ja, also du kämst theoretisch gesehen an einer Tür zu. Zu und Tür. Rechts, dann links und dann rechts ist. Ah, okay. So, EMF ist eingeschaltet und liegt drinne. Na, hier bin ich. Hier ist nix. Hier ist nix, nö. Also, Touchies haben wir bis jetzt auch kein. Oh, war das auf der linken oder auf der rechten Seite? Linke Seite. Wir sind rechts. Gut, da können wir ja nichts finden. Aber die Tür hatte ich aber. Ja, die Tür hatte ich komplett zugemacht, eigentlich. Schau nochmal nach. Nö. Nö. Mach sie wieder zu. Und hier ist er drin, ja? Da ist er drin, ja. Eieieiei. Da ist man 2 Minuten unterwegs. Naja, du bist bis hierher relativ lange unterwegs. Sag ich ja, 2 Minuten. Ja, vor allem, wir waren erst auf der falschen Seite. Blöde ist, dass wir hier wieder 15 Grad haben. Und hier draußen? 16 Grad. Aber er wirft irgendwas. Ja. Manchmal zeigt das Thermometer ja auch seltsame Sachen an. Ja, 4,4. So, welcher Raum ist es denn jetzt? Hier. Nicht, nein, der da. Der da? Nein, der da. Okay. Entschuldigung. So, ich habe ein Buch und hier ist, Er reagiert auch nur auf alleine, ne? Also muss jetzt einer alleine sagen, schreibe bitte ins Buch. Bitte. Der schreibt auch von selbst ins Buch. Schreibe ins Buch. Ah, wir hatten die Tür zugemacht. Es lohnt sich total, wenn sonst keiner da ist. So, der kann auch von selbst ins Buch schreiben. Ich würde sagen, wir holen neue Beweisgeber in der Zeit. Finde ich gut. So. Temperaturen sind nicht so bei mir jetzt. Ist der Strom vielleicht auch wieder aus? Ach, Mistkröte, du kleine Kack! Da wurde wer angehauen. Nee, der Strom ist die war zu, ich habe ein Interaktionsfoto gekriegt und leider kein Schade. Geisterfoto. Leider kein Foto vom Geist. Füchsin, rennen wir da überhaupt auch richtig rum? Ich lauf bestimmt voll falsch. Ja, wahrscheinlich schon. Hier ist nämlich kein Ausgang, Exit. Weil wir laufen dir hinterher. Du musst auch wissen, wo es lang geht. Du laufst doch mir nicht hinterher. So. Gib mir mal einen Dotz, Mädel. Zu dem Weg, Baxter? Nö. Sehr gut. Deswegen laufe ich dir hinterher. Ihr seid echt Granaten. Es ist ganz einfach. Vom Eingang aus immer so links halten. Immer quasi links ums Eck, bis man eine. Moment, ich muss gerade was machen. Oh, wir sind so doof. Einsicht ist der erste Weg. EMF 5. Der findet da unten alles, ne? Und wir versuchen den Ausgang. Ihr müsst euch einfach so lange links an der Wand entlang hangeln, bis ihr. Bis ihr auf die Treppe stoßt. Und dann geht ihr einfach, wenn ihr unten an der Treppe seid, einfach auch nochmal zweimal ums Eck. Nach links. Ist total simpel. Ja, wir sind ja nicht mal raus.
Was? Wir sind doch nicht draußen. Was für Beweise haben wir denn? EMF5 und Box. Oh, hier ist der Ausgangsschild. Also ich ja. Was hast du dort? Nee, Dots habe ich noch nicht. Also EMF5 und Box hatten ja. Wir. Box, ja, ich habe Dots verstanden. Box tricht. Dots wäre auf jeden Fall Gespenst. Buch wäre Spirit und Gefrier wäre Twins. Hä, wo geht's denn hier raus? Ja, hier, wo ich entlang gelaufen bin. Wo Schreibe bist du entlang gelaufen? Schreibe ins Buch. Ich bin den Pfeilen gefolgt. Den Pfeilen? Welchen Pfeilen? Ja, siehst du das Blinken? Ich wette, wenn ich jetzt anfangen würde zu laufen, wäre ich noch vor euch da draußen. Nee, wir haben den Ausgang. Yay! Hiso ist der Held. Ja, wenn Hiso nicht wäre, ne? Echt? So, wir sind bei 56%. Dexter darf Pillen nehmen. Emp und Event haben wir. Jetzt müssen wir noch unter 25. Wir müssen ja unter 25% kommen. Wenn ich jetzt Pillen schlucke, kommen wir nie da zu dem Schluck Wert. Pillen. Okay. Aber wir müssen doch jetzt erstmal Beweise finden. Was hatten wir jetzt überhaupt für welche? Wir haben Geisterbox. Box und Emp. Ja. Spirit, Gespenst und Zwillin. Spirit braucht man noch Buch. Schon eine Kamera unten? Ja. Zwillinge braucht man noch Gefriertemperaturen, danach sieht es aber im Moment gar nicht aus. Und Gespenst braucht man Dots. Na, ich vermute mal, ich rechne mal damit, dass wir den Dots haben. Aber von der Kamera sieht man gar nicht, leider. Nee. Jetzt. Nee, weil da ist, ich weiß nicht, wie die steht. Die steht, als ob da ein halbes Fenster vor ist. Oh ja, warte. Ups, dein Kopf, so. Ich sehe auch nichts. Da, jetzt müssen wir nochmal neu machen. Na, das ist tatsächlich ein bisschen zu warm für Gefriertemperaturen. Alles wartet darauf, dass es durch den Dots läuft. Ja, ist dein? Emma Lancaster, schreibe ins Buch. Emma Lancaster. Emma Lancaster, gib mir ein Zeichen. Emma Lancaster, schreibe ins Buch. Quasi reinkommen, links halten, Treppe runter, links rum, ne? Genau. Ah, okay. Ich bring dir mal ein paar Kruzifixe gerade. Das ist sehr gut. Eieiei. Ich will mal gerade Spaß mit der Geisterbox haben. Wie alt bist du? Aus. Wo bist du? Was willst du mit mir machen? Bin ich noch auf dem Weg zur Treppe? Wo bist du? Ja, ne? Mensch. Wo bist du? Oh Gott, wo bist du? Wo sieht man das? An dem Punkt, an dem. Wo bist ich du? Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe ich bin. Ich sehe keinen Punkt gerade. Wieso ist die Sicherung schon wieder raus, so voll fies? Ah, da, ja, du bist jetzt auf dem Weg zur Treppe, genau, ja. Okay, einer von euch müsste oben rein und mal die Sicherung gerade nochmal anmachen. Wo ist die nochmal? Auf der rechten Warte. Seite. Genau, guck rechts auf hinter der Rezeption. Achso. Seite auf der Rezeption. In diesem kleinen Raum hier? Warte mal. Ne, hier ist kein. Fuchsi, guck mal, wo hier die. Bin ich richtig? Ah ja, da. Fuchsi, bist du noch da? Fuchsi? Bitte schreib ins Buch. Ich glaube, wir haben Fuchs verloren. Buch. Echt? Bist noch da? Ah, mach uns keine solche Angst. Okay, wir haben jetzt. Oh, hier liegt der Spiegel, nur mal so zur Info. Wir haben ein Sprit. Ein Sprit.
einen Spirit. Sehr gut. Okay, dann brauchen wir nur noch Geisteszustand und ich will den Spiegel, ich will den Spiegel, ich will den Spiegel, ich will den Spiegel. Der liegt hier am Eingangsbereich. Neben der Rezeption ist so ein weißer kleiner Wagen. Da liegt er drauf. Cool. Heißt, wir dürfen uns jetzt verstecken gehen? Zumindest die eine sehr gute Variante, um die Sanity sehr schnell auf Null zu kriegen. Was, der Spiegel? Ja. Der Spiegel ist eine sehr gute Variante, um sehr schnell zu sterben. Nein. Jawohl. Jetzt sind wir jetzt bei 58. Okay. Oh, Licht ist aus? Was von euch? So, wo muss ich... Also müssen wir uns jetzt verstecken, oder wie war das? Wo? Ja. Hier. Ja. Ich finde schon wieder den Ausgang nicht. Ich hab dich abgehängt, echt? Ich meine, ich hab's drauf angelegt, dich abzuhängen, aber... Aber... Okay. Hätte nicht gedacht, warte, dass das klappt. Dann lass uns erstmal irgendwo ein sicheres Versteck finden. Ich laufe jetzt erstmal rechts bis in den Gang runter. Hier um die Ecke. Bloody Mary. Ja, mit dem Spiegel in der Hand funktioniert das nicht. Echt? Vor allen Dingen, du musst auch mal warten, bis wir uns erstmal versteckt haben, ja? Das wäre sehr nett. Bloody Mary. Ist mir jetzt jemand gefolgt? Bloody Mary. Voll langweilig. Seid ihr jetzt alle versteckt? Mhm. Ja. Übrigens geht dadurch nur meine Sanity runter, insofern. Ja, aber der handelt ja auch. Hallo. Wenn der Spiegel zerbricht. Ist der Spiegel kaputt? Wir haben eine Jagd. Vorbei? Nein. Hey. Okay, ist vorbei. So, ich kann jetzt eure Sanity überwachen, weil ich bin eh auf Null. Okay. Hast du denn den Spiegel echt kaputt gemacht? Ich hab ja, du machst ja nichts anderes, als in den Spiegel reinzugucken und der ist nach 3-4 Sekunden war der schon weg. Ich glaube, der Sanity so im Allgemeinen. Im Schnitt sind wir... Baxter, geh zurück ins Haus! Geh zurück ins Haus, jetzt sofort! Und nimm ja, das wie ist sie denn jetzt? Wir sind bei 40 oder so. 34, noch ein bisschen brauchen wir. Aber nicht mehr so viel. Okay. So, Baxter, komm wieder rein. Ja, ich bin ja drin. Bloody Mary. Hast du den Spiegel wieder rausgeschmissen? Ist doch scheißegal. Ich wollte den nicht haben. Also der Spiegel geht, glaube ich, dann kaputt, wenn die Sanity auf Null ist. Und die war halt dann anscheinend sehr schnell auf Null. Ich glaube, dass es so ist. Wie viele Eier haben wir denn? Guck mal, wie viele Eier wir haben. Ich kann dich nicht rausschieben. Du hast keine Hitbox. Boah, 66 Eier. Oh Mann, ey. Wir haben um die 40. Ja, wir haben 40. Baxter, geh gefälligst ins Haus! Geh ins Haus, aber zackig! Wir Frauen sind hier drinne und du? Wie ist denn unsere Sanity jetzt?
ist immer noch ähnlich. Es dauert in Asylum etwas länger. 35% so ungefähr. Ja, also wächst da. Zisch ab und geh rein. Ich geh auf Eiersuche. Eier, wir brauchen Eier. Ja. Da ist doch noch eins. Oh, wir dürfen gar nicht alle kriegen, weil sonst geht die Sanity wieder auf 100. Ne? Stimmt, aber ich glaube, bis du 24 Eier findest, dauert es ein bisschen. Und denk dran, schön die Lichter bei euch ausmachen. Ich habe nur Taschenlampe an, damit ich was sehe. Ja. Nee, im Raum mit 6 Waschmaschinen. Ich will im Klo. Ich stehe im Van. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach ohne euch. Oh, für euch ist eh keine Hoffnung mehr. Geht nicht, geht nicht. Ich weiß. Früher ging das. Ich glaube, ganz am Anfang oder so ging das, ne? Mhm. Ja. Aber du kannst im Asylum kannst du auch nichts aufmachen oder so, ne? Ich glaube nicht. Du guckst aber auch, wenn die jagt oder so, ne? Ja, ja. Keine Sorge. Jagt die? Nein. Oh, ich habe das große Ei gefunden. Guck mal, gerade aufs Board. Wo? Ja, du findest nicht mal den Ausgang. Wie soll ich dir erklären, wo ich jetzt gerade bin? Also, Baxter ist gerade... Warte, wo ist Baxter denn gerade? Baxter ist gerade... Unten? Ne, oben. Gott, eure Punkte sind so klein. Ich glaube, Baxter läuft gerade in Richtung Van. Ich laufe nicht, ich stehe. Okay, dann ist es jemand anderes. Achso, dann bist Hiso. Ist das Hiso? Hiso, bleib gefälligst da drin. Ja, ich will auf den gucken, wo Baxter ist. So, ich gehe jetzt da gucken. So. Warum sind da diese weißen, gelben Kreise? Wir haben es übrigens abgeschlossen, aber eine Jagd hat gerade angefangen. Also bleibt, wo ihr seid. Ich habe ganz schön Glück gehabt gerade, hä? Was ist denn dieses Gelbe hier oben? Ich habe 2 Audiosensoren aufgestellt, einfach so zum Spaß. Ah. Ja. Es ist so wunderschön. Ich habe keine Ahnung, wo die beiden jetzt sind. Die Karte ist leider auch so klein oder so groß, dass alles so klein ist auf der Karte. Deswegen sehe ich die Punkte auch gar nicht richtig. Ah, da läuft er rum. Wo? Oh. Da ist der grüne Punkt. Der bewegt sich. Ich grünen Punkt. Und wo sich Fuxi versteckt, sehe ich da. Jagd ist noch im Gange, müsste aber gleich vorbei sein. Hartnäckige Jagd. Mhm. Nö, noch geht's nicht. Jagd ist vorbei, ihr könnt rauskommen. Ich hab dir einmal ganz kurz neben mir gehört, Ich wollte nämlich mich in den Eingang reinstellen. Mhm. Und zack. Ist das Ei? Wo ist das Ei? Sorry. In der Nähe. Boah, du hast es allein gegessen. Verräter. Er hat noch 2 Stück immerhin gefunden. Jetzt fehlen nur noch 14. Ja, dann viel Spaß beim Suchen. Wir bleiben dann mal im Van. Was hatten wir jetzt eigentlich für einen Geist? Spirit war das, ne? Spirit. Sprit, ja. Ein Sprit. Ja. Ein Spritgeist. Der ist momentan sehr teuer. Ja, ja. Ich fürchte, so schnell wird er auch nicht wieder günstig. Das ist richtig. So, sollen wir fahren? Ja. Sehr gut. So, Abendessen. Für mich, jetzt. Ja, ich werde jetzt auch ausmachen, weil... Wir haben jetzt so viel Phasmo gespielt. Yes. Ich bin jetzt auch schon wieder 5 Stunden 36 am Stream. Ja, ich habe auch. Ich habe jetzt auch schon 4, fast 5 Stunden habe ich jetzt zusammen mit Elden Ring. Ja. Das geht so schnell. Wow. Hey, voll das Gleiche. Ja. Juhu. Auf jeden Fall, danke fürs Mitkommen. Ja, danke fürs Dabeisein und so. Yes, genau. Also vielen, vielen lieben Dank für alles. Sprachaktivierung umschalten. Ah ja. Okay. Anwenden.
Sehr schön. Ja, dann verabschiede ich mich auch von meinen Viewern, von meinem Stream für heute. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht morgen, wer weiß, auf jeden Fall am Mittwoch, zu Minecraft-Mittwoch. Und ja, damit... Ja, bei mir wird es wahrscheinlich Vormittag sein für den einen oder anderen vielleicht noch interessant, mal nach langem wieder bei Minecraft reingucken, wenn der Server überhaupt geht, ne? Muss ich morgen mal gucken, ey. Ja, ansonsten, ja. Bis dann, lieber Chat. Oh mein Gott, da haben sich Leute im Chat unterhalten und mein Chat ist schon vor einer halben Stunde, wie es aussieht, abgeraucht. Oha. Ach, ich hasse das. Dein Bruder hatte noch was geschrieben. Nee, das ist schon länger her. Nee, ich hab nur bei dir noch die Frage von Hisui. Ja, wegen dem ich hatte gesehen, dass Mr. Cheese zwischendurch online war und er hat sich mit Wolfie Moon unterhalten. Sollen wir gerade die Aufnahmen beenden? Dann können wir ja immer noch weiter quatschen. Genau. So. Danke, Baxter. Perfekt. Perfekt. Nein, ich verabschiede mich dann. Vielen Dank für alle Leute, die dabei waren. Sorry für die Nachrichten, die ich nicht gesehen habe. Ich gebe Twitch dafür die Schuld. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich die Woche, wie gesagt, spätestens am Mittwoch, vielleicht morgen, vielleicht am Donnerstag nochmal wieder. Und ich wünsche euch dann bis dahin einen wunderschönen Restmontag. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Hehe. Ciao.